Vorsitzende der Europa-Union in Bremen. Ich war ja vorher auch 15 Jahre im Europaparlament, bin also den europapolitischen Themen nach wie vor verbunden. Und in den letzten Jahren, in den letzten Bundestagswahlkämpfen hat diese Veranstaltung auch immer schon stattgefunden. Ich möchte als erstes unsere Gäste begrüßen. Ich fange an nach den jetzigen Mehrheitsverhältnissen im Bundestag. Thomas Rüwekamp für die CDU, Sarah Riglewski für die SPD, Volker Redder für die FDP, Doris Achelwilm für die Linke und Dr. Kirsten Kappert-Gonter für die Grünen. Die Europa-Union ist eine über 70 Jahre alte Bürgerinitiative, also hat jetzt eine lange Tradition, hat sich nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg gegründet, um es dann mit dem Zusammenhalt und der Zusammenarbeit in Europa wirklich besser zu machen. Und das Ziel ist nach wie vor die Weiterentwicklung der Europäischen Union, die Stärkung der Europäischen Union und natürlich auch der Anspruch, dass überall da vor Ort, wo es die Gliederungen der Europa-Union Deutschlands gibt, sich auch für den europapolitischen Dialog und den Kontakt zu unseren Bürgerinnen und Bürgern einzusetzen. Also deswegen, wie gesagt, findet diese Debatte auch diesmal wieder statt. Und vor allem deswegen, weil nationale Wahlen ja auch immer Europawahlen sind. Warum? Weil das Ergebnis der Bundestagswahl ganz maßgeblich darüber entscheidet, was die Bundesregierung in Brüssel und Straßburg macht, aber auch was die Fachministerkonferenzen im Rat machen, wie überhaupt der Europäische Rat agiert, wird natürlich von den jeweiligen politischen Mehrheitsverhältnissen auch in den nationalen Parlamenten bestimmt. Und nicht nur von den Mehrheiten im Europaparlament, das natürlich auch. Aber da wir ja eine Mehrebenen-Demokratie sind, also lokale, regionale, nationale und europäische Demokratie, ist es auch wichtig, im politischen Alltag und in allen Gliederungen und den verschiedenen Parlamenten das auch immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und auch als Parlamentarier miteinander im Kontakt zu sein. Es gibt ja auch immer Treffen zwischen den Bundestagsabgeordneten und den Europaabgeordneten oder Treffen mit den Abgeordneten aus anderen Ländern. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Heute Abend, bevor ich jetzt zu dem inhaltlichen Teil komme, will ich noch was zur Organisation sagen. Sie alle wissen, wir machen auch diese Veranstaltung weiterhin natürlich unter Corona-Bedingungen, auch wenn die Zahlen im Moment ja eher erfreulich sind. Aber wir müssen natürlich nach wie vor vorsichtig sein. Deswegen haben Sie jeweils auf den Tischen hier Mikrofone, die Sie bitte desinfizieren, wenn Sie das Mikro weiterreichen. Hier die Tücher liegen da vorne. Wir werden ungefähr eine Stunde machen für den ersten Teil zu drei Themenblöcken und dann haben Sie hier im Raum die Gelegenheit, noch Fragen zu stellen an die Kandidatinnen und Kandidaten. Dafür wird ein Mikro rumgereicht, was Johanna Kamin dann hier Ihnen desinfiziert, jeweils neu desinfiziert zur Verfügung stellen wird, damit wir dann auch wirklich Vorsicht walten lassen. So, jetzt kommen wir aber zur eigentlich politischen Debatte und wir haben uns darauf verständigt, dass wir drei große Themen diskutieren wollen und Sie haben jeweils dann 3 Minuten Zeit, darauf zu antworten. Meine Rolle wird es sein, darauf zu achten, dass es dann auch nur 3 Minuten werden, und zwar zum European Green Deal, zum Europäischen Investitionsprogramm und zum sozialen Zusammenhalt in Europa, in der Europäischen Union und insbesondere zur Rolle der jungen Generation. Ich komme dann jetzt zur ersten Frage, zum European Green Deal. Der Deal zielt darauf, die Mitgliedstaaten auf den Weg zur Klimaneutralität zu bringen. Wie kann die nächste Bundesregierung einen Beitrag für eine erfolgreiche Umsetzung leisten? Um nochmal gerade die Dimension in Erinnerung zu rufen, das besondere Programm, auf das die Europäische Union sich im Rat und mit dem Parlament geeinigt hat, auf Vorschläge der Kommission, das sind 750 Milliarden Next Generation EU und der mehrjährige Finanzrahmen, der ja jetzt auch neu verhandelt worden ist für die Jahre 2021 bis 2027, das sind 1074 Milliarden, also wir reden wirklich über eine Summe von 1000 Milliarden
800 Milliarden Euro für die nächsten Jahre. So viel Geld hat es für Zukunftsinvestitionen in der Europäischen Union noch nie gegeben. Aber die entscheidende Frage ist natürlich jetzt, wie man damit umgeht und wie man dieses Geld möglichst klug und zukunftssicher investiert. Und deswegen steigen wir jetzt dazu den Positionen der Bundestagskandidatinnen ein. Und wir starten mit Herrn Röwekamp. Ich würde es mal ohne Mikro versuchen, wenn das geht, auch wenn ich dauernd zu desinfizieren. Also, ausgezeichnet. Das rein? Nee, das geht nicht, weil der Techniker sagt. Ach so. Okay, dann spreche ich doch hier rein. Also, dann schreie ich auch nicht so. Ja, drei kurze Bemerkungen. Erstens, es wird niemanden überraschen, dass ich persönlich, aber auch die CDU Deutschlands natürlich uneingeschränkt hinter dem European Green Deal steht. Immerhin ist er unter einer CDU-Kanzlerin maßgeblich mitverhandelt worden und mit einer CDU-Kommissionspräsidentin entsprechend dann auch verabredet worden. Also uneingeschränktes Bekenntnis dazu. Zweitens, wie gehen wir damit um? Also wie alle Vereinbarungen national, wie auch eben europäisch und auch international, versucht der European Green Deal ja den Spagat zwischen ökologischer Notwendigkeit und ökonomischer Vertretbarkeit hinzubekommen. Das wird schwer werden. Das glaube ich schon. Und natürlich kritisieren die Ökologen den Deal als nicht ausreichend und die Ökonomen als zu weitgehend. Deswegen muss es wohl in der Mitte liegen und richtig sein, was dort vereinbart worden ist. Zweite grundsätzliche Bemerkung, ich nehme wahr, dass die Umsetzung, die natürlich im Wesentlichen den Nationalstaaten obliegt, die große Gefahr in sich birgt, dass hier der Deal nicht europäisch gedacht wird, sondern wie häufig bei der Europapolitik an nationalen Egoismen scheitert. Wir sehen, dass die Norweger für ihr Gas kämpfen, dass die Polen für ihre Kohle kämpfen und das Geld, das da zur Verfügung gestellt wird, was Frau Dr. Trüppel ja auch gesagt hat, eingesetzt werden soll, um bestehende Strukturen zu bewahren und nicht so sehr, um tatsächlich im Hinblick auf die eigentlichen großen Ziele des Deals abzufedern. Deswegen ja, bleibt nicht viel mehr als die Hoffnung, dass bei den Empfehlungen, die jetzt in diesem Monat verabredet werden sollen, eine hohe Verbindlichkeit auch für die Nationalstaaten gefunden wird. Die Gefahr besteht natürlich unverändert, dass dann die entsprechenden Umsetzungsempfehlungen an nationalen Egoismen scheitern. Ich habe aber die Hoffnung, dass es gelingt, diese europäische Solidarität nicht nur bei der Bildung des Fonds zu zeigen, sondern auch, wenn es darum geht, die Ziele auch so umzusetzen, dass sie am Ende den mit dem Deal verlangten Erfolg erreichen wollen. Eine dritte Bemerkung ganz kurz. Besonders gefreut hat mich, dass ein Teil der zur Verfügung gestellten Mittel eben auch für eine europäische Klimaaußenpolitik vorgesehen worden sind. Das finde ich ganz wichtig, dass wir als Europa neben der gemeinsamen EU-Außenpolitik jetzt auch eine gemeinsame EU-Klimapolitik nach außen vertreten wollen, weil es kann ja nicht nur darum gehen, dass wir innerhalb von Europa in unseren Mitgliedstaaten versuchen, entsprechende Vorgaben zu machen, sondern wir müssen Anreize, wenn wir das weltweite Klima retten wollen, Anreize eben auch auf Augenhöhe mit großen anderen Völkern wie den Chinesen oder den Amerikanern so verhandeln, dass es eben nicht nur in Europa ehrgeizige Ziele gibt, sondern dass diese Ziele auch außerhalb von Europa gemeinsam von Europa vertreten werden. Super. Und auch in der Zeit. Vielen Dank. Sie können das, ja, super. Oder die haben auch jetzt... Und den Griff auch, da wo man anfasst natürlich auch. Einmal oben ein bisschen abwischen und den Griff. Aber wir machen jetzt erstmal da weiter, weil als nächste ist Sarah Riglewski dran. Die hat noch ein desinfiziertes, also das dürfen Sie jetzt nehmen. Und ich stelle mir wieder hier meine Uhr ein, damit auch alle gleich behandelt werden und Sie dürfen starten. Bitte, Frau Riglewski. Jetzt haben wir auch das Geräusch identifiziert, das ist der Wecker, der jetzt, da kann ich mir das Geräusch schon mal merken. Genau. Ja, es wird nicht überraschen, also auch ich stehe hinter dem European Green Deal. Ich glaube aber, dass man sich jetzt auch schon die Gedanken machen muss, wie eine Weiterentwicklung auch aussehen kann und dass man insbesondere das ganze Thema sehr ganzheitlich denkt. Das ist so das, wo, glaube ich, auch nochmal ein großer Handlungsbedarf besteht, dass wir tatsächlich sagen, vor diesem, das ist
ist sozusagen eine Zielbeschreibung, der man auch andere Politiken auch tatsächlich nachfolgen lassen muss. Wenn wir über das Thema Industriepolitik in Europa reden, ist es ein ganz elementares Beispiel. Wir haben ja viele auch durchaus europäische Kooperationen auch in dem Bereich. Wenn wir nur in Bremen denken an das ganze Thema Airbus, was ein europäischer Konzern ist, wenn es darum geht, beispielsweise klimaneutrales Fliegen zu entwickeln, dann sind das auch Punkte, wo man sich überlegen muss, wie man auch eine europäische Industriestrategie noch mal stärker auch mit den Zielen des European Green Deals verknüpft. Ich glaube, dass das, was wir jetzt eben im Rahmen von Next Generation EU auch haben mit den Aufbau- und Resilienzplänen, die Vereinbarung ganz konkret auch auf nachhaltige Ziele, dass das etwas ist, was man sozusagen als einen Baukasten auch nehmen kann und aus dem heraus man auch weiter eine Zielvereinbarung entwickelt, weil hier eben auch ganz klar gesagt wird, wenn Hilfen gegeben werden, wenn die EU Geld in die Hand nimmt, dann muss es eben mit Nachhaltigkeitszielen verknüpft werden, beziehungsweise mit Investitionen geht ja nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern es geht in dem Kontext eben auch um Digitalisierung, die eben auch in die Zukunft weisen und das so als Messlatte auch für europäische Politik insgesamt. Das ist, glaube ich, sozusagen der Schritt, den man jetzt machen muss. Ein Thema, was mir persönlich nochmal sehr wichtig ist, das wird auch niemanden überraschen für mich als parlamentarische Staatssekretärin, ist der ganze Bereich Sustainable Finance. Auch das ist ja ein Element des Green Deal mit der Taxonomie, die ja auch erstmalig wirklich Kriterien auch gemacht hat, um halt aufzuzeigen, was sind denn Investitionen, die nachhaltig sind. Da wird man sicherlich auch immer wieder nachsteuern müssen, aber man hat erstmalig einen Kriterienkatalog, anhand dem man dann auch differenzieren kann, ist das nachhaltig oder ist es das eher nicht. Und das ist eben halt ein Element, was auch unglaublich wichtig ist, weil wir eben halt schauen müssen, dass wir neben öffentlichem Geld natürlich auch vermehrt privates Geld in nachhaltige Investitionen lenken müssen. Ansonsten wird das Ganze auch stehen bleiben. Und mir ist es dann immer sehr wichtig zu sagen, im Fokus steht ja ganz häufig in der öffentlichen Debatte der Kleinanleger. Darum geht es nicht im Wesentlichen. Es geht um institutionelle Anleger. Und es geht auch darum, dass auch Firmen deutlich machen müssen, dass sie Nachhaltigkeitsrisiken einpreisen. Zum einen, was die Frage angeht, was Klimafolgeschäden angeht, aber eben halt auch, dass, wenn ich in nicht nachhaltige Investitionen mein Risiko absichere, dass das im Grunde genommen auch für die Risikotragfähigkeit meines Unternehmens, okay, meines Finanzinstituts ein Problem werden kann. Okay, vielen Dank. Dann machen wir jetzt weiter mit Herrn Redder. Bitte schön. Ich kann nicht so schnell reden. Das war beeindruckend. ich fange mal an, ich sehe das als Riesenchance, diesen European Green Deal. Für mich ist das so ein bisschen wie als die Finanzwirtschaft plötzlich Derivatenhandel erfunden hat. Also eigentlich eine Luftnummer, die aber zu einer wahnsinnigen Wertschöpfung und dadurch den Markt auch sehr massiv angeregt hat. Und dieser ganze CO2-Emissionshandel, der wunderbar gut läuft in Europa, den man noch mal ein bisschen erweitern könnte auf andere Bereiche, den sehe ich da als wirklich interessantes Geschäft, was natürlich dann auch wiederum sich dem Klimaziel näher bringt. Ich sehe aber auch so Potenzial bei kleineren, also es gibt ja so den Vorschlag innerhalb der Liberalen, dass man auch so eine Art CO2-Budget für jeden Bürger hat, was er dann abarbeiten kann, was der aber auch, wenn er meinetwegen Bäume anpflanzt, das dann ein bisschen verbessern kann. Und das ist für mich so ein bisschen der Weg. Ich stelle mir vor, da entsteht ein komplett neuer Wirtschaftszweig. Ich nenne das jetzt mal Emissions-Innovationsmanager mit entsprechenden Beratern, die von Unternehmen zu Unternehmen gehen, aber auch die Privatpersonen beraten. Und das ist eine Geschichte, die kann man auch weltweit dann verkaufen wiederum. Also ich sehe das wirklich als Riesenchance für den Klimaschutz, aber gleichzeitig natürlich auch als Wertschöpfung für die EU. Ich fände es gut, dass wir diesen Deal machen, weil wir reden hier von 450 Millionen Menschen in der EU. Wir sind eine starke wirtschaftliche Macht und können auch vorangehen mit solchen Geschichten. Und ich würde mir wünschen, dass wir es hinkriegen, ein bisschen wie Herr Röwekamp schon gesagt hat, dass wir das Ziel erreichen, ohne dass wir zu viel von unserem, was wir als wertvolles Leben halten, abgeben müssen, dass wir unseren Wohlstand erhalten und so weiter. Das wäre toll. Ich bin sehr technologiegetrieben, auch aufgrund meiner Ausbildung. Ich glaube, dass Technologie für fast alles die Lösung liefert. Und für mich ist tatsächlich
Technik die Zukunft. Und wenn wir ideologieoffen und technologieoffen an Lösungen rangehen, dann kriegen wir das auch hin. Da bin ich sehr optimistisch. Ich war zu schnell, nicht? Ja, okay. Sie dürfen noch einen Gedanken sagen, wenn Sie wollen, aber Sie müssen nicht. Ich überlege gerade, was ich noch sagen könnte. Ich fand das schon ganz gut. Für mich okay, dann machen wir weiter mit Frau Achelwilm. Bitte schön. Sie haben eigenes, Sie können das einfach wieder, nee, das ist nur, die anderen müssen wischen. Ja, vielen Dank für die Frage und die Einladung und da kann ich mich auch gleich schon in einen gewissen Widerspruch begeben. Wir als Linke sind nun nicht so einverstanden mit den Abläufen des Emissionshandels. Also da hat es jetzt bislang noch nicht so die gewünschten Effekte gegeben. Es ist aber im Grundsatz selbstverständlich zu begrüßen, dass jetzt Programme seitens der EU aufgelegt werden von dieser Größenordnung und Tragweite, die dann eben auch zeigen, was die Stunde geschlagen hat und wohin sich die Politik der EU insgesamt über Nationengrenzen hinaus verbindlicher bewegen muss. Es ist richtig, dass es jetzt eine echte Strategie dann auch gibt für Industriepolitik, Mobilitätswende, energiearmes Wohnen, nachhaltige Landwirtschaft. Gleichzeitig ist dieser Deal noch zu unambitioniert, muss man sagen. Wir müssen raus tatsächlich ja aus dem fossilen Zeitalter. Gleichzeitig wurde aber auch dieses Politikprodukt sozusagen dann mit fossilen Energieträgern verhandelt, also an der Konsequenz mangelt es dann an vielen Stellen noch und natürlich kommt es auch darauf an, dass insbesondere Deutschland als größtes Industrieland innerhalb der EU die Verantwortung tatsächlich auch konsequent wahrnimmt und genau diesen europäischen Rahmen nutzt, um dann eben auch Investitionen vorzunehmen. Wir werden für diesen sozial-ökologischen Umbau, und es muss ein sozial-ökologischer sein, unglaubliche Investitionen brauchen. So, und nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch eben auf nationaler Ebene. Und da ist es unabkömmlich, und das gehört in solche Programme tatsächlich mit rein, dass dann auch über eine Finanzierung nachgedacht wird, die dann eben Umverteilung bedeutet, die eben bedeutet, dass anders auch über die EU-Ebene Einnahmen generiert werden, neue Steuern erhoben werden, um halt wirklich dieses Programm in der Größenordnung umzusetzen, in der Qualität und in der Vielschichtigkeit, die da eben auch notwendig ist. Zu begrüßen ist der Just Transition Fund. Also da geht es darum, den Strukturwandel in den Regionen, die am ehesten davon betroffen sind, sich verändern zu müssen, eben auch besonders zu stützen. Das ist notwendig. Da gibt es auch Regionen in Deutschland, die eher nochmal Braunkohle gelagert, aber durchaus auch ein Stück weit in Bremen, wo es dann eben genau diese Unterstützung braucht, wo wir gucken müssen, dass dieser ganze Wandel nicht damit einhergeht, dass einfach Arbeitsplätze wegfallen. Im Gegenteil, das ist ja auch bekannt, das hat auch die EU-Kommission gesagt, dass durch den sozial-ökologischen Umbau 900.000 Arbeitsplätze entstehen sollen und können. Aber es gibt eben auch Branchen, die davon sehr negativ betroffen sein werden. Und das ist in Bremen bekanntermaßen dann auch die Automobilbranche. Und da wird man gucken müssen, mit entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen und einer Konversionsstrategie eben zu gucken, da auch die Menschen mitzunehmen, dass Europapolitik sich da auch ein Stück weit von dem Stigma entfernt, über die Menschen hinweg Vorschläge zu erarbeiten. Und das wird eine ganz entscheidende Strategie sein, die eben politisch und demokratisch noch notwendig ist in den nächsten Jahren. Okay, vielen Dank. Und dann jetzt als Letzte in dieser Runde, aber dafür darf Sie gleich anfragen, Frau Dr. Kappert-Gonter, bitte. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Also was ist der Eine enorm wichtige Positionierung der EU, weil sie sagt, wir alle europäischen Mitgliedstaaten müssen unseren Beitrag dazu leisten, dass wir eben gemeinsam bis 2050 klimaneutral werden. Das heißt Einhaltung der Paris-Ziele. Und dass das so wichtig ist, das sehen wir jetzt. Es ist furchtbar heiß, die Hitzetoten steigen, Allergien nehmen zu. Also es betrifft ja jeden individuell die Klimakrise. Es ist ja nichts, was irgendwie weit weg ist. Und diese politische Verpflichtung, die muss jetzt natürlich auch in eine rechtliche Verpflichtung überführt werden. Und das heißt Klimagesetze. Das heißt
ein europäisches Klimagesetz und dann auch nationale Klimagesetze. Und genau das ist letzten Donnerstag passiert. Die EU hat wenige Stunden, bevor der Bundestag beschlossen hat, ein Klimagesetz beschlossen. Und da setzt jetzt meine Kritik ein, da setzt unsere Kritik von Bündnis 90 Die Grünen ein. Dieses Klimagesetz, was auf EU-Ebene beschlossen wurde, das verabschiedet sich von den Pariser Klimazielen. Das wird nicht ausreichen, um das zu tun, was der Green Deal vorsieht, nämlich klimaneutral zu werden. Und das Gleiche gilt leider auch für das nationale Klimagesetz, was letzten Donnerstag ebenfalls im Bundestag dann beschlossen wurde, was ja ein ambitionierteres Ziel ausruft, was ja gut ist. Ja? Was sagt, bis 45 wollen wir klimaneutral werden in Deutschland, was aber dieses Ziel überhaupt nicht mit verbindlichen politischen Maßnahmen hinterlegt. Und da konfligiert natürlich etwas. Und da sagen wir von den Grünen, weil das war ja die Frage, was wird die nächste Bundestagswahl, die nächste Bundesregierung beitragen müssen? Und die wird beitragen müssen, dass diese Klimaziele auch verbindlicher werden. Ich sage mal ein Beispiel, Agrarwende. Es gibt viele Papiere auf EU-Ebene, wie die Agrarsubventionen so umgesteuert werden, dass auch der Agrarsektor eben seinen relevanten Beitrag zum Klimaschutz leistet. Das findet sich in den Gesetzen nicht ausreichend wieder. Das heißt, Deutschland muss hier, wie alle anderen Mitgliedstaaten auch, dafür sorgen, dass das, was politisch richtig ist, jetzt auch wirklich umgesetzt wird. Und zwar nicht nur in der Verzielung, sondern in konkreten Maßnahmen. Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir zum zweiten Block. Sie können das Mikro gerade behalten, weil jetzt Frau Kappert-Gonter anfangen darf. Die zweite Frage geht um das Verhältnis oder auch um den Zielkonflikt zwischen Investitionen und nachhaltigen Finanzen. Der Wiederaufbaufonds der EU erlaubt Investitionen in großem Umfang. Die Summen habe ich eben schon genannt. Ermöglicht wird dies durch eine gemeinsame Schuldenaufnahme und die Erschließung neuer Einnahmequellen im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens, also alle möglichen Formen von europäischen Steuern. Wie bewerten Sie diese Neuordnung der europäischen Finanzen und für welche Finanzpolitik sollte sich Deutschland auf europäischer Ebene stark machen? Bitte, Frau Dr. Kappert-Gonter. Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Also erstmal, dass die EU gemeinsam beschlossen hat, gemeinsame Schulden aufzunehmen, jetzt in Form von Corona-Bonds. Das finden wir sinnvoll. Das ist wirklich ein gemeinsames europäisches Handeln auch in der Finanzpolitik gibt. Und jetzt muss man natürlich gucken, was wird mit diesen Corona-Bonds tatsächlich gemacht. Helga Trüpel hat es ja angesprochen, es sind 750 Milliarden Euro und dazu kommt nochmal die 1 Billion des EU-Haushaltes. Und es ist festgeschrieben, dass etwa ein Drittel für klimaschützende Maßnahmen ausgegeben wird und etwa 17% für Digitalisierung. Und das muss man jetzt natürlich auch überprüfen, dass da tatsächlich, da wo Klimaschutz draufsteht, auch Klimaschutz drinsteht. Und die Überprüfungsmechanismen, die Überprüfungsberechtigung, die das EU-Parlament da hat, die sind, das hat eine kleine Anfrage von den europäischen Grünen auf europäischer Ebene eben ergeben, sind nicht ausreichend schlagkräftig, sodass es zumindest das Risiko gibt, dass es im Rahmen dieses Drittels für Klimaschutz durchaus so etwas wie Greenwashing geben könnte. Dass Staaten etwas melden, was meinetwegen Atomstrom enthält, ja, was dann aber nicht in dem Sinne nachhaltig wäre. Also da muss man dringend nachsteuern und wirklich überprüfen, dass auch das drin ist, was draufsteht. Okay, soweit? Ja. Danke. Okay, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Doris Achelwilm. Bitte schön. Ja. Tatsächlich ist das Programm historisch. Das
hat es in der Größenordnung vorher nicht gegeben und eben auch die Schuldenaufnahme erstmalig in der EU. Und das ist jetzt nicht überraschend vielleicht, dass wir genau diese Form von Verschuldung sozusagen, die eine Investition in der Zukunft faktisch darstellt, in der Sache bzw. in der Technik sozusagen richtig finden. Wir hätten es noch konsequenter gefunden, wenn auch der Wachstums- und Stabilitätspakt entsprechend ausgesetzt worden wäre, einfach weil die Bedarfe gerade andere sind als nach neoliberalen Voraussetzungen im Moment in der EU Politik zu machen, beziehungsweise ganz grundsätzlich ist das eben eine falsche Richtung der letzten Jahre und Jahrzehnte gewesen. Und von daher ist das gut, dass es jetzt über die Schuldenaufnahme diese Form des sozialökologischen Fortschrittes und der Ermöglichung dessen gibt. Es hätte noch mal ein bisschen mehr sein können. Es ist ja dann unterwegs noch mal ein Stück weit eingebrochen um einige Milliarden. Und ich glaube, Gesundheit und Investitionen sind teilweise rausgebrochen, was sehr bedauerlich ist. Das hätte mit drin sein müssen tatsächlich. Gerade jetzt unter Corona-Voraussetzungen war das ja unbegreiflich, dass das ausgerechnet nicht sein soll. Ja, und grundsätzlich stellt sich aber auch da weiter die Frage, also wo wird das Geld am Ende hergenommen? Das wird eine ganz entscheidende Debatte und EU-Politik der nächsten Jahre weiter bleiben. Da kann es nicht sein, dass es irgendwann ja wieder eine Austeritätspolitik gibt, eine Troika, wie wir sie von der Griechenland-Krise her kennen, sondern es gibt im Moment noch nicht die Anzeichen dafür, aber es könnte wieder passieren und dem muss deutlich vorgebeugt werden, weil das hat wirklich Brüche in die EU geschlagen. Da kommen wir ja gleich noch zu, was Jugendarbeitslosigkeit und allgemein mitunter soziale Zustände anbetrifft. In die Richtung darf es nicht wieder gehen. Okay, vielen Dank. Dann machen wir jetzt mit Herrn Redder weiter. Bitte schön. Wir haben ja im Bundestag auch für den Corona-Fonds gestimmt, aber wir haben auch klargemacht, dass es eine einmalige Sache ist. Wir finden es natürlich nicht gut, wenn sich die Europäische Union zu einer Schuldenunion entwickelt. Es gibt ja auch ganz bedingt an diesen Fonds bestimmte Reformen, Nationalreformen, die beachtet werden müssen. Also wir gehen schon davon aus, dass das eine einmalige Sache ist, weil Corona auch wirklich eine schwere Katastrophe ist. Ich finde auch die Begeisterung hier ein bisschen merkwürdig, wenn man sagt, ja, es ist toll, dass die EU sich jetzt auch verschulden kann. Die EU ist ja ein Verband, der aus ganz vielen Nationalstaaten, 27, besteht, von denen viele schon an sich verschuldet sind. Und jetzt macht man den Verband auch noch zu einem Schuldner. Das ist nicht besonders schlau, weil am Ende des Tages wird nicht die EU das bezahlen, sondern natürlich die Nationalstaaten wieder. Also das ist keine gute Idee. Die Frage war ja, was macht eine Bundesregierung in Zukunft besser? Dann würde ich schon erwarten von der zukünftigen Bundesregierung eine seriöse Finanzpolitik, die versucht genau da Grenzen zu ziehen. Weil natürlich wir auch an die zukünftigen Generationen denken. Wir können jetzt nicht das Geld von morgen und übermorgen ausgeben. Auch das ist ja Bestandteil des Verfassung, egal, ich will da, des Karlsruher Urteils, ich will da nicht weiter darauf eingehen, es geht ja nicht nur um Klima, es geht ja auch um solche Verbindlichkeiten. Genau. Also das ist so ein Punkt, das macht mir ein bisschen, das macht mir gerade Sorgen, dass wir einfach jetzt Geld ausgeben für die nächsten 100 Jahre und mal gucken, wo es dann wieder herkommt. Nicht okay, da würden wir anders agieren. Sie sprachen eben ganz viel von neuen Steuern und neuen Gesetzen, die gemacht werden müssen. Wir vertrauen da tatsächlich den Menschen. Wir glauben, dass wenn wir eine Wirtschaft anfachen, so wie wir es gerade, wie ich es gerade beschrieben habe, mit einem gesteigerten Emissionshandel, dass wir entsprechend höhere Steuereinnahmen haben und auch den Klimaeffekt. Wir haben beides. Und darauf werden wir hinarbeiten. Das war's. Okay, vielen Dank, Herr Redder. Ich will das nur eben kurz richtigstellen, damit man weiß, worüber man redet. Ich habe nicht generell neue Steuern gemeint, sondern ich habe den Mechanismus. Gut, aber ich will es trotzdem noch mal sagen, damit es auch für andere hier klar ist, was ich meinte und zitiert habe, war,
der neue Mechanismus, dass der europäische Haushalt, der mehrjährige Finanzrahmen, auch dadurch finanziert werden soll, nicht nur aus dem mehr oder weniger 1% Bruttoinlandsprodukt der Nationalstaaten, sondern auch aus Steuern auf Plastik, Kerosin, Umweltsteuern, was auch immer. Und das war ja der historische Durchbruch, dass man da zu einer neuen Vorstellung gekommen ist. Nur noch mal, um die Sache klarzustellen. Ja, wenn man so oft zusammenarbeitet. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit Frau Rieglewski. Bitte schön. Ja, also ich glaube, es war sehr gut, dass Frau Trüppel das nochmal gesagt hat, weil letztendlich wird ja daran deutlich, dass sich an diesem Thema zeigt oder dass sich daran die Frage bricht, welche Europäische Union wollen wir denn eigentlich? Wollen wir eine, die auch tatsächlich eigene Politik machen kann, auch ein Stück weit losgelöst, natürlich immer auch gemeinsam mit den Nationalstaaten, aber die auch eine eigenständige Politik machen kann, weil sie über eigene Mittel verfügt? Das ist ja letztendlich die spannende Frage, um die es geht. Und da ist in der Tat historisch das Thema Steuern und es ist aber auch historisch die Möglichkeit der Verschuldung. Warum? Gerade auch in dieser Krise, warum war das so wichtig, dass man gemeinsam Schulden aufnimmt? Weil man eben gesagt hat, das ist eine Situation, wo wir nicht Gefahr laufen dürfen, dass die Staaten, die ohnehin schon verschuldet sind, die deswegen sich nur zu sehr ungünstigen Konditionen sehr teuer weiter hätten verschulden können und dann Gegenmaßnahmen hätten treffen können, weiter in die Krise reingeraten. Und das ist ein Akt europäischer Solidarität gewesen. Und das ist etwas gewesen, was der Europäischen Union wirklich auch nochmal einen Impuls gegeben hat. Wir erinnern uns alle an den Anfang des letzten Jahres, wo zwischendurch ja immer mal vom Scheitern der Europäischen Union die Rede war, weil die Frage war, lösen die Staaten das alleine oder versuchen sie es gemeinsam zu lösen? Und das halte ich auch nach wie vor für total richtig. Und ich glaube, dass ohne dass man das jetzt durchgängig zum Prinzip macht, es wichtig wäre zu überlegen, für welche großen Herausforderungen ist ein solcher Mechanismus auch in Zukunft sinnvoll. Und darüber muss man eine Debatte führen, weil wir eben in dieser Europäischen Union aufeinander angewiesen sind. Und Herr Redder, das, was Sie betont haben, dass wir natürlich aus diesen Schulden rauswachsen können, wenn die Wirtschaft brummt. Das ist ja nicht so, als ob die Schulden nur da sind. Und das ist ja das Interessante auch am Wiederaufbaufonds, dass gesagt wird, es geht ja nicht nur darum, kurzfristige Krisenbewältigung anzustoßen, sondern nachhaltig und auch im Sinne von wirtschaftlich nachhaltig zu investieren und damit auch die Wirtschaft anzukurbeln. Und das ist ja was, wovon wir als Deutsche insbesondere profitieren, weil ein Großteil dessen, was wir hier produzieren, das geht in die Europäische Union. Und deswegen ist das zutiefst sinnvoll. Ein weiterer Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte in diesem Kontext Steuern, ist, dass ich auch der Überzeugung bin, dass wir hier mehr Harmonisierung in Europa brauchen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, erfreulicherweise auch auf Initiative von Olaf Scholz, die OECD hat sich ja jetzt auf die globale Mindestbesteuerung geeinigt, aber wenn wir mal angucken, wie stark der Steuerwettbewerb innerhalb der Europäischen Union ist, dann ist das ein Thema, was eigentlich nicht sein kann, dass die einzelnen Staaten versuchen, sich gegenseitig mit möglichst niedrigen Steuersätzen zu unterbieten. Und da haben wir einige Staaten, Irland, die Niederlande, Malta, die man, wenn sie nicht in der Europäischen Union wären, teilweise als Steueroasen kategorisieren würden. Und hier zu überlegen, wie wir das auch stärker angehen, das ist ein Thema und dafür wird auf kurz oder lange Sicht auch das Einstimmigkeitsprinzip in der Steuerpolitik in der Europäischen Union fallen müssen. Okay. Vielen Dank. Dann hat jetzt in dieser Runde als letzter Thomas Rüwekamp das Wort und darf dafür gleich wieder als Erster anfangen. Bitte schön. Ich dachte, wir fangen da mal in der Mitte an. Das wäre ja auch fair. Können wir auch machen. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Frage. Ich will es Hermann Kuhn kennt das, gleich am Anfang sagen, ich bin kein Freund von Schulden. Ich finde Schulden generell schlecht und kann deswegen auch in Schulden machen nichts Gutes erkennen. Das unterscheidet, glaube ich, auch mich von linken Parteien, um es klar zu sagen. Schulden sind für mich kein Selbstzweck und ich finde Schulden machen schlecht. Wir in Bremen haben auch keine guten Erfahrungen damit gemacht. Wir haben in den letzten Haushalten mehr Geld für Zinsen und damit für die Lasten der Vergangenheit ausgeben müssen als für Investitionen und damit sozusagen Ausgaben für die Zukunft. Wer mehr Geld für die Vergangenheit ausgibt als Geld für die Zukunft ausgibt, glaube ich, brauchen wir nicht lange drüber zu reden, der tut das Falsche und zwar genau falsch. Trotzdem sage ich ja, der schuldenfinanzierte Fonds, der jetzt dazu dienen soll, die Corona-Folgen europaweit abzumildern, findet meine als Ausnahmesituation meine Unterstützung, um es auch so klar zu sagen. Es ist kein Einstieg in eine generelle Verschuldungspolitik der Europäischen Union. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir in Deutschland, in Bremen sowieso
aber auch europaweit dazu kommen müssen, eben nicht nur neue Schulden zu machen. Und für diesen Fonds ist es aber, glaube ich, unabdingbar, und deswegen ist es auch gut, dass als Ausnahme hier die gemeinsame Schuldenfinanzierung sichergestellt wird. Deutschland leistet einen hohen Beitrag. Wir haften bis zu einem Viertel für die insgesamt in der Europäischen Union schuldenfinanzierten Ausgaben. Das ist auch ein großer Vertrauensvorschuss in das Programm. Und es wird sich in den nächsten Wochen zeigen, ob dieser Vertrauensvorschuss beispielsweise gerechtfertigt ist. Auch hier gibt es erste Anzeichen, dass die Nationalstaaten wieder nicht die europäische Solidarität erkennen in dem Programm, sondern versuchen, ihre ohnehin national schuldenfinanzierten Maßnahmen jetzt unter dem Vorwand, das ist Corona-bedingt, abzuwälzen auf diesen schuldenfinanzierten Wiederaufbaufonds. Das darf nicht passieren. Also es ist kein Ersatz für nationale Programme. Es muss zusätzliche Anreize schaffen. Und da bin ich sehr gespannt, was in den nächsten Tagen und Wochen hierzu entwickelt werden wird. Die dritte Bemerkung, die ich auch hier machen möchte, ist, ich sehe auch was Weiteres, was sehr positiv ist, und Frau Rieglewski hat eben schon darauf hingewiesen, was in der aktuellen Diskussion, ob Schuldenunion oder nicht, immer eine untergeordnete Rolle nur spielt. Ich finde es einen riesigen Erfolg, dass es gelungen ist, im Rahmen der Finanzierung dieses Fonds das erste Mal eigene nachhaltige Einnahmen für den EU-Haushalt zu vereinbaren. Das ist, glaube ich, etwas, das hätten wir uns vor 10 Jahren noch nicht vorstellen können, dass die Europäische Union selbst Steuereinnahmen oder Einnahmen aus Emissionshandel haben wird, der natürlich noch erweitert werden muss, aber dass es eigene EU-Einnahmen geben wird, ist ein Riesenfortschritt für die europäische Verständigung und die Europäische Union an sich. Das ist wie 10% aus dem Klimafonds für Klimaaußenpolitik auszugeben. Das hört sich erstmal wenig an, aber ich finde, das ist ein durchgreifender Erfolg, und das will ich an diesem, wenn auch schuldenfinanzierten Fonds, ausdrücklich auch loben. Ja, vielen Dank. Dann greife ich doch Ihren Vorschlag auf, Herr Röwekamp, und fange jetzt in der Mitte an, das heißt mit Herrn Redder, und ich stelle die dritte Frage. Und zwar geht es jetzt um den Komplex Arbeit, Bildung, Jugend. Corona hat die wirtschaftliche Ungleichheit verstärkt. Das haben wir eben auch schon berührt, zumindest diese Entwicklung. Und insbesondere die junge Generation hart getroffen, wenn auch natürlich nicht ausschließlich. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Maßnahmen, um den sozialen Zusammenhalt auf dem Kontinent wieder zu stärken und ökonomische Perspektiven für die junge Generation zu sichern? Herr Redder, bitteschön. Also ich habe tatsächlich jetzt in den letzten Wochen diverse Gespräche mit jungen Leuten geführt, Studierenden der Uni Bremen, aber auch mit Schülern hier von Schulzentren. Und das Interessante war, dass eben nicht die Frage des Klimawandels das erste Thema war, sondern das, was Sie gerade gesagt haben, es geht um Bildung und Zukunftsaussichten, Berufsaussichten und so weiter. Das war das Hauptthema. Klima kam erst an zweiter Stelle. So. Und das scheint ein echtes Problem zu sein. Ich habe eine Mitarbeiterin, die hat eine 2-jährige Tochter, wenn man mal sagt, wer leidet unter Corona, die scheut inzwischen die körperliche Berührung. Also sie hat jetzt über ein Jahr erlebt, dass Berührungen schlecht sind und man sich anstecken könnte. Und die ist jetzt mit 2 Jahren in einer Behandlung. Das ist der Wahnsinn, was da passiert. Gut. Ja, was natürlich immer hilft, ist, wenn wir den Leuten eine Perspektive geben, den jungen Menschen. Und das ist nicht nur Bildung, sondern natürlich auch Wirtschaft und wirtschaftliches Wachstum. Und das ist das Einzige, was tatsächlich hilft, weil ohne wirtschaftlichen Wachstum können wir das Ganze auch nicht finanzieren. Ich habe schon erzählt, worauf wir hinaus wollen bei dem wirtschaftlichen Wachstum. Es geht eben nicht um Stahlwerke neue, sondern es geht tatsächlich auch in die Richtung, klimaneutral was zu produzieren, Dienstleistungen zu entwickeln, die es vorher noch nicht gab. Das Zweite, was wichtig ist für europäische junge Menschen, ist, ich nenne das mal Völkerverständigung, den Kontakt zu bekommen zu anderen Leuten, zu anderen jungen Menschen aus anderen Nationen. Das kann man natürlich alles virtuell machen, aber das ist schon was anderes, als wenn ich da hinfahre und mit den Leuten rede, da arbeite. Sie kennen das Erasmus-Programm. Wir schlagen vor, dass das Erasmus-Programm erweitert wird auch auf die duale Ausbildung, also nicht nur für Studierende, sondern... Ist schon. Ja, ist für junge Unternehmer, Auszubildende. Okay, gut. Ich wollte jetzt noch, also duale Ausbildung und Auszubildende auch schon? Ja. Da sind wir noch nicht. Seit wann? Seit etlichen Jahren. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Okay. Aber ist doch schön, ich wusste das nicht. Ne? Ich bin ja selber Unternehmer. Ich wusste das nicht, dass es das gibt. Ist doch schön, dass wir heute Abend auch was Neues lernen. Prima. Warum werden wir nicht informiert, dass es sowas gibt? Wir hätten genug Interessenten, die daran teilnehmen würden. Oh. Wieder was gelernt, danke. Ja, super. Ja, ja.
okay. Aber genau, das ist, also gut, wenn das das schon wirklich gibt, ich bin überrascht, dass ich davon nichts erfahren habe, auch nicht über die Handelskammer, aber gut, weil wir haben natürlich angefragt. Es geht einfach darum, dass Leute sich kennenlernen. Wenn Leute sich kennenlernen und Handel betreiben miteinander, dann gibt es keinen Krieg, gibt es keine Krisensituation, Leute verstehen sich. Das ist einfach so simpel. In dem Zusammenhang möchte ich aber auch noch dann so, was haben wir denn früher gemacht als Jugendliche? Wir sind mit der Bahn durch Europa gefahren. Das war ja relativ günstig, wenn Sie sich erinnern. Und haben dadurch Europa kennengelernt. Heute ist natürlich das Fliegen sehr, sehr preiswert. Vielleicht ist es zu preiswert. Was aber nicht passieren darf, ist, wenn man das Fliegen jetzt wieder nachhaltiger macht, durch neue E-Fuels oder andere Geschichten, Wasserstoff oder sowas, dass das dann wieder so ein Luxus-Elite-Ding wird. Fliegen muss weiterhin auch preiswert sein, damit auch junge Menschen die Welt kennenlernen. Ja. Okay, gut. Dankeschön, Herr Redder. Dann mache ich jetzt auf der Seite weiter. Erst mit, ja, da können wir, kann ihr einiges zu erzählen. Frau Kappert-Gonter, bitte, und dann Herr Röwekamp, und dann machen wir auf der Seite weiter. Bitte, Frau Kappert-Gonter. Ja, vielen Dank. Also ich habe eine Menge Widerspruch zu Herrn Redder, aber damit werde ich mich jetzt mal gerade nicht aufhalten, sondern erst mal die Frage beantworten. Also Kinder, Jugendliche, Studierende, Auszubildende sind in allen Staaten und in Europa insgesamt wirklich Verliererinnen dieser Pandemie. Sie sind häufig nicht gut im Blick gewesen, und wir wissen auch, dass die Jugendarbeitslosigkeit beispielsweise in Spanien, da ist sie besonders stark gestiegen, aber auch in Kroatien, in anderen Ländern dramatisch über die Corona-Krise angestiegen ist. Wir wissen, dass die psychischen Belastungen dramatisch angestiegen sind. Und Europa gibt ja das Versprechen, und das ist ja auch, warum unter anderem Europa so eine großartige Idee ist, der von gleichen Chancen, Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen. Und für die wirtschaftlichen Freiheiten haben wir da relativ viel Gemeinsamkeit. Aber was die Sozialstandards anbelangt, die Unterstützungsmethoden, sowas wie Mindestlohn auf europäischer Ebene, was die verschiedenen Mitgliedstaaten anbelangt, da hinken wir eben noch weit hinterher. Und das bedeutet, wir müssen jetzt aus dieser Pandemie lernen und sehen, wie wir gerade die jungen Menschen besser unterstützen können, indem wir eben die Garantie verbindlicher machen. Es gibt ja auf europäischer Ebene die Garantie, dass eine Person, die ihre Ausbildung abgeschlossen hat, ihr Studium abgeschlossen hat, 4 Monate später dann eine Arbeit, eine angemessene finden soll. Aber das sind alles, das ist das nicht verbindlich genug. Da müssen wir was tun. Wir brauchen europäische für die Löhne Mindeststandards. Und wir müssen die zweite Gruppe auch bedenken, die auch eine große Verliererin der Pandemie ist. Das sind nämlich die Frauen. Wir wissen, dass die Arbeitslosigkeit, der Jobverlust bei Frauen europaweit 5-mal mehr gestiegen ist als bei Männern. Das muss man natürlich mit berücksichtigen, ja? Und die haben zusätzlich die ganze Care-Arbeit gemacht oder auch deshalb. Das bedeutet, dass wir auch die Wiederaufbauprogramme, die jetzt ja unter anderem durch die Corona-Bonds finanziert werden, natürlich gezielt richten müssen an Jugendliche, an junge Erwachsene und auch an Frauen, dass verbindlich wird, dass diese Wiederaufbauprogramme sich wirklich diesen Gruppen auch annehmen. Erasmus ist ja eben schon angesprochen worden, ist ein gutes Programm. Wir finden, man sollte auch da die Mittel deutlich erhöhen, also das Programm am besten verdoppeln. Und zum Thema Interrail, also wir vom Bündnis 90 Die Grünen halten es für eine sehr gute Idee, wenn junge Menschen mit der Bahn kreuz und quer durch Europa fahren und das alles kennenlernen. Das Flugzeug ist ja nicht nur, ganz kurz der Gedanke zu Ende, ist ja nicht nur klimaschädigend, sondern man verpasst ja auch, ja, zu erfahren, durch welche Landschaften fahre ich. Und wir finden, jede Person, die in der Pandemie 18 geworden ist, sollte von der EU ein kostenloses Interrail-Ticket bekommen. Okay, vielen Dank. Dann Herr Röwekamp. Ja, vielen Dank. Ich bedauere jetzt meinen Vorschlag, die Kleinen zuerst oder die Mittleren zuerst zu nehmen. Also Interrail sind wir uns hundertprozentig einig.
Nee, nein, finde ich gut. Also ist auch in unserem Wahlprogramm enthalten, nicht nur die, die jetzt in der Pandemie 18 geworden sind, sondern ich finde, das kostenlose Angebot für Interrail-Tickets muss es generell in Zukunft für jeden 18-Jährigen geben. Das ist ein überschaubarer Aufwand und ein Riesenertrag. Ja, genau. Auch meinetwegen die vom letzten Jahr. Wichtig ist, dass die nicht fliegen, weil Interrail ja auch davon lebt, dass man sich begegnet, dass man Gruppenreisen macht. Und also unter ökologischen Gesichtspunkten ist das nicht der richtige Weg. Um ein Land kennenzulernen, ist drüberfliegen auch nicht der richtige Weg. Und für soziale Verbindungen und Kontakte ist Fliegen, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Da hat man nämlich in der Regel, wenn es gut läuft, nur zwei Sitznachbarn. Ja, jetzt finden Sie es erschütternd. Ne? Also gut, also Interrail machen wir Haken dran. Beim zweiten Thema will ich ausdrücklich sagen, muss man den Blick von Deutschland abwenden. Also wir in Deutschland sind natürlich stark auch durch Corona betroffen, aber nicht volkswirtschaftlich in gravierendem Umfang, wie andere europäische Staaten das gespürt haben. Ja, bei uns gibt es Branchen, die betroffen waren. Bei uns gibt es auch viele Berufsgruppen, die davon betroffen waren. Und es gibt ganz viele Menschen, die davon auch von unverändert betroffen sind. Aber wenn man aufs große Ganze und die volkswirtschaftliche Stabilität unseres Landes schaut, muss man sagen, wir waren in Deutschland vor der Krise stabil. Wir sind relativ gut durch diese Krise gekommen. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass nach der Krise das große Zukunftsversprechen in Deutschland zumindest wird eingehalten werden können, dass wir jedem jungen Menschen ein Angebot machen können, einen seinen Begabungen und Fähigkeiten entsprechenden Ausbildungsweg zu nehmen, denn das ist ja eigentlich der wahre Schlüssel in der Bekämpfung von sozialer Ungleichheit und von sozialen Unwuchten, ist Bildung, Bildung, Bildung. So. Das sieht in anderen europäischen Ländern anders aus und deswegen ja, ich bin auch dafür, dass wir da eine europäische Solidarität üben. Die muss natürlich, da hilft übrigens Mindestlohn nicht, also dem arbeitslosen Jugendlichen in Spanien hilft der Mindestlohn nicht, um einen Job zu kriegen, sondern hier geht es darum, dass wenn er einen hat, hilft ihm, aber das Problem ist ja im Moment nicht, dass sie schlecht bezahlte Jobs haben, sondern das Problem ist, dass die Jugendlichen im Moment gar keine Jobs haben, dass wir hohe Jugendarbeitslosigkeit haben und da müssen wir eine andere Antwort finden, als sozusagen unsere Plagiate dort zu exportieren. Und deswegen glaube ich ja, wir müssen dazu kommen, dass auch Ausbildung und Bildungschancen grenzenüberschreitend werden. Wir werden in Deutschland über kurz oder lang einen Nachfragemarkt haben nach Arbeitskräften, den hatten wir schon vor der Krise in bestimmten Berufsgruppen, Facharbeiterinnen und Facharbeiter, aber den werden wir nach der Krise in ganz entscheidenden Berufen, auch in den Zukunftsbranchen haben. Und dann geht es darum, dass wir die Anreize dafür schaffen, dass junge Menschen auch aus anderen Ländern in diese Wirtschaftszonen kommen und sagen, ich mache meine duale Ausbildung, ich mache meine handwerkliche Ausbildung auch in Deutschland. Das muss das Ziel sein. Dazu ist Erasmus, finde ich, ein guter Schlüssel. Bin auch dafür, dass wir das Programm ausweiten, also nicht sachlich ausweiten, sondern finanziell ausweiten. Aber es ist gerade verdoppelt worden. Nur noch. Genau, es ist gerade verdoppelt worden und das ist alleine eben, es geht ja auch um die Frage der Inanspruchnahme. Wie werbe ich für dieses Programm? Es ist unverändert stark akademikerlastig, muss man ehrlich sagen. Also mein Sohn, der studiert in Tübingen, der hat fast nur Erasmus-Studenten um sich herum in seinem Wohnheim. Wir müssen uns aber auch um die Menschen kümmern, die keine wissenschaftliche Ausbildung suchen. So, und da macht nur eine Ausweitung des Programms auf andere Gruppen keinen Sinn, sondern ich muss es auch mit Leben füllen. So, und wenn selbst Herr Redder das Programm nicht kennt, muss ich sagen, das funktioniert noch nicht richtig. So, und deswegen glaube ich, wird es darum gehen, dass wir mit den vorhandenen Mitteln so viel Anreize schaffen, auch für grenzüberschreitende Ausbildung, für Mobilität von Jugendlichen, dass jedes Kind eben eine entsprechende Ausbildung bekommen kann. Und ein letzter Punkt, nur ganz kurz. Ja, auch im Bereich der Wissenschaft und Forschung bin ich sehr dafür, dass wir europaweit mehr zusammenarbeiten. Wir brauchen mehr europäische Hochschulen. Wir haben jetzt auch gemerkt in der Europapandemie, dass es zwar gut ist, dass wir viele Forschungslabore haben, die sich um Impfstoffentwicklung und so weiter kümmern. Es wäre aber gut, wenn es dafür auch einen europäischen Rahmen geben würde. Also auch in der europäischen Wissenschaftspolitik sehe ich zumindest für den Teil Akademiker einen großen Rahmen, in dem die EU noch mehr machen könnte als bisher. Wir Deutsche sind da vielleicht nicht das beste Vorbild mit unserem föderalen System. Das wollen wir auf keinen Fall exportieren, aber mehr Gemeinsamkeit und auch in der Hochschulpolitik und in der exzellenten Forschung, glaube ich, würde uns auch in Europa gut tun. Gut, vielen Dank. Dann machen wir jetzt hier auf der Seite weiter. Bitte, Frau Riglewski. Das war jetzt die spannende Frage. Ja, also ich glaube, wir können einen Interrail-Fan-Club hier gründen. Also vielleicht machen wir ja irgendwann mal eine gemeinsame Reise. Nein, ich finde das auch eine... Ich hoffe... Ich weiß auch nicht, ob ich das heute nochmal durchhalten würde. Es war schon auch eher anstrengend, aber war eine schöne Erfahrung.
Aber ich glaube tatsächlich, der Schlüssel, ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube auch, dass Erasmus ein wichtiges Programm ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Frage der Zustimmung zu Europa in der jungen Generation ganz stark von dieser Frage der Chancengleichheit abhängig ist. Ich habe das selber erlebt, in meiner Generation gab es noch so eine gewisse Europa-Euphorie. Das hat auch viel damit zu tun, EU-Osterweiterung, Euro-Einführung. Das lebte irgendwie alles und dann kam irgendwie die Möglichkeit des Reisens dazu, wo man irgendwie vielleicht mit jemandem, wenn man wie ich Ende 30 ist, noch mitbekommen hat, dass man auch mal an der Grenze noch einen Ausweis vorzeigen musste. Das war alles irgendwie spannend, aber ich glaube, dass das auch heute noch wertgeschätzt wird, aber dass tatsächlich das Zentrale ist, dass das Versprechen von ja, einem besseren Leben durch Europa, gerade auch in Mitgliedstaaten, in den anderen Mitgliedstaaten ganz entscheidend ist. Und deswegen, glaube ich, kommt es darauf an, dass wir diese Jugendgarantie wirklich mit Leben füllen. Das ist so. Da geht es aber auch nicht nur um Geld, sondern geht es auch ein Stück weit um das Thema Policy Learning. Auch das ist ja was durchaus nochmal ausgeprägter sein muss. Da gibt es ja auch immer wieder Ansätze, auch zu sagen, wie kann man auch gute Beispiele aus bestimmten europäischen Mitgliedstaaten auch anderen nochmal näher bringen. Das ist ja durchaus auch ein Problem, was wir im Kontext der Jugendgarantie immer mal wieder gehabt haben, dass auch Mittel nicht abgeflossen sind, weil es teilweise vor Ort gar nicht umgesetzt werden konnte. Und das ist, glaube ich, was, wo man wirklich ran muss. Das Übergangssystem, was in Deutschland ja in vielerlei Hinsicht zu Recht kritisiert wird, kann natürlich auch wenn es anders gestaltet wird, in anderen europäischen Ländern auch eine Brücke sein. Das ist wichtig. Ich bin aber durchaus auch der Auffassung, es geht ja nicht nur um die Frage der jungen Menschen, sondern es geht insgesamt darum, ob wir es schaffen, Ungleichheit innerhalb der Europäischen Union abzubauen. Und deswegen ist dieses Thema Mindestlohn und Korridore für Sozialstandards tatsächlich auch weiterhin eins, von dem ich sagen würde, das müssen wir vorantreiben. Weil wenn wir uns anschauen, wie ungleich teilweise Wohlstand innerhalb der Europäischen Union und Löhne auch verteilt sind, dann ist das was natürlich Sprengkraft auch entwickelt. Und ein Teil der Entwicklung, die wir in Ungarn, Polen sehen, hat auch was damit zu tun, dass nicht diese Nachholeffekte so eingetreten sind, wie man sich das mal erhofft hat. Deswegen finde ich es auch richtig, dass auch im Kontext der Wiederaufbau Diskussion und im Corona eben mit SURE die Grundlage gelegt wurde, auch für eine europäische Arbeitslosenrückversicherung, dass man auch gesagt hat, wir müssen sicherstellen, dass das Element der Kurzarbeit, was ja in Deutschland sehr gut funktioniert hat, was hier wirklich Beschäftigung gesichert hat, auch anderen europäischen Staaten zur Verfügung steht. Und ich glaube, da auch nochmal wirklich auszuwerten und dann auch zu gucken, wie man das weiterentwickeln kann, das wäre wichtig. Okay, danke schön. Und dann hat jetzt als Letzte das Wort in dieser Runde Frau Achelwil. Bitte. Ja, Ungleichheit und die hier viel genannte Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes Thema, ist ein hochrelevantes Thema. Es ist oft nicht alleine Arbeitslosigkeit, sondern eine Perspektivlosigkeit, wenn wir uns dann eben bekanntermaßen Spanien und Griechenland angucken, wo die Hälfte der Jugendlichen ja ohne Aussicht und zwar unabhängig von der Qualifikation und des Bildungsstandards ja irgendwie einfach keine Chance hat, sondern es so ein Stück weit in die Richtung einer Lotterie geht. Ja, bin ich dabei oder nicht, dass ich irgendwie hier eine Zukunft mehr aufbauen kann? Das ist eine hochproblematische Situation, die wahrscheinlich auch nicht zur Akzeptanz der EU insgesamt beiträgt. Deutschland hat da, das teile ich, was du gesagt hast, also insgesamt auch eine soziale Verantwortung und zwar auch im eigenen Land. Der Mindestlohn bei uns von jetzt 9,60 Euro ist im Vergleich zu niedrig. Unser Niedriglohnsektor ist ein gewisser Beitrag zu Ungleichheiten in der EU aufgrund unserer Exportorientierung und was das dann für Wechselwirkungen mit sich bringt. Und von daher bin ich da dringend dafür, dass genau diese Standards eines Mindestlohns, der ja bei 60% des Durchschnittslohns mindestens zu liegen hat, also unbedingt dafür, das ist absolut notwendig. Ansonsten, weil der Aspekt hier noch nicht so richtig viel, was zum Beispiel Länder wie Polen, Ungarn anbetrifft, Grundrechte und Demokratieentwicklung, was das Justizsystem und die Medien anbetrifft. Also da ist wirklich einiges in den letzten Jahren zum Schlechteren, hat sich zum Schlechteren entwickelt. Und das ist gerade auch für Jugendliche und insgesamt für Demokratien und die EU wirklich eine dramatische Entwicklung, die wir
uns angucken müssen, weil sie eben teilweise auch mit Verfolgung und Diskriminierung einhergehen, die sich mit sozialen Diskriminierungen und Perspektiven verschränken, aber eben auch nochmal eine eigene Kategorie darstellen. Da finde ich auch, ist die EU gefordert, diese Bedrohung sozusagen also stärker zu beantworten. Da gibt es ja dann auch schon entsprechende Vorschläge und auch Initiativen, teilweise mehr als von nationaler Ebene, muss man da sagen. Aber das muss noch wirklich intensiver gemacht werden, ja, damit wir tatsächlich hier in einer Union leben, wo wir jetzt nicht plötzlich die Situation haben, dass bestimmte Minderheiten in Ländern verfolgt werden. So. Ja, vielen Dank. So, dann sind wir jetzt mit unserem Arbeitsprogramm, wie wir es vorbereitet hatten, durch. Und das heißt, Sie sind jetzt dran. Sie können jetzt Fragen stellen oder Kommentare leisten und das Mikro wird dann rumgetragen. Wer möchte anfangen? Ja, bitteschön. Mikro kommt. Ich halte es mal. Ja, so geht es auch. Also das ist ja auch eine Veranstaltung von Europa-Union. Ich selber bin Mitglied bei der EF und ich habe mal eine Frage eigentlich an alle 5 Teilnehmer. So, wie stehen Sie oder wie steht ihr zur gemeinsamen Außenpolitik bzw. Verteidigungspolitik? Wenn man gemeinsamen Außenminister hat auf EU-Ebene, braucht man dann wirklich noch einen Außenminister auf der nationalen Ebene? Und wie stehen Sie zu einer gemeinsamen EU-Armee? Also es sind viele Fragen. Ich hoffe, dass das in so einer kurzen Zeit möglich ist, die zu beantworten. Gut, dann machen wir jetzt einfach mal wieder die Reihenfolge so hier im Rund und Herr Röwekamp fängt an. Bitte schön. Und bitte nach wie vor, ich gucke jetzt nicht mehr auf die Uhr, aber präzise. Okay, also EU-Außenpolitik ist einer der großen Erfolge der letzten Jahrzehnte, muss man ja fast schon sagen. Ich weiß nicht, wann der gemeinsame EU-Außenbeauftragte das erste Mal ins Amt berufen wurde. Ich würde sagen, gefühlt ist das 10 Jahre her, aber ich will mich nicht festlegen, Frau Trüppel, Sie wissen es wahrscheinlich besser. Aber ich sage mal, so 10 Jahre ist es her und ja, man nimmt ihn noch nicht so richtig wahr, sage ich ganz ehrlich auch. Also er vertritt die EU noch nicht nach außen, hat auch viel mit Nationalstaaten zu tun, hat natürlich auch mit der Diversität der nationalen Außenpolitiken zu tun. Also das ist ja tatsächlich auch interessengesteuert. Natürlich haben die jungen Beitrittsländer eine andere Auffassung als, was weiß ich, Polen oder Ungarn zur gemeinsamen EU-Außenpolitik, insbesondere gegenüber Drittstaaten. Deswegen ist das ein schweres Anliegen und es wird viel Zeit brauchen, das mit Leben zu füllen, dass der EU-Außenbeauftragte oder die EU-Außenbeauftragte auch tatsächlich für alle Europäer spricht. Da sind wir noch nicht, gebe ich ganz offen zu. Klar ist man ungeduldig und sagt, es müsste schneller gehen, aber ich kann auch verstehen, dass ein Riesenschritt, eine gemeinsame EU-Außenpolitik zu finden und dass das kleinteilig anfängt, finde ich, ist wohl nicht anders lösbar. Deswegen brauchen wir auch noch einen deutschen Außenminister, weil es natürlich darum geht, auch die deutschen Interessen zu wahren, aber auch deutsche Rollen wahrzunehmen. Beispielsweise in den großen Konfliktlagen hat Deutschland immer einen stabilen Faktor und auch eine Vermittlerrolle gespielt und darauf möchte ich auch nicht verzichten. Gemeinsame Armee muss auch das Ziel sein, finde ich ja. Es gibt ja gute Ansätze zwischen Deutschland und Frankreich beispielsweise, was die Zusammenarbeit auch auf dem militärischen Sektor betrifft, aber da sind wir noch weiter weg, glaube ich, als von der gemeinsamen EU-Außenpolitik, weil solange es keine gemeinsame EU-Außenpolitik gibt, wird es auch keine gemeinsame EU-Verteidigungspolitik geben, muss man auch sagen. Und deswegen glaube ich, Sie sind nicht mal halb so alt wie ich. Ich glaube, Sie werden es neu erleben, dass der EU-Außenbeauftragte mit mehr Leben gefüllt ist und es vielleicht die ersten gemeinsamen europäischen verteidigungspolitischen Leitlinien gibt, aber es wird noch viel, lange Zeit brauchen. Okay. Dankeschön. Dann Frau Kappert-Gonter, bitte. Ja, Trump möchte ich ja ein frisches haben. Ja. Also, die Vision einer gemeinsamen EU-Außenpolitik teile ich und die teilen wir von den Grünen. Die Vorstellung, dass wir als Europa mehr mit einer Stimme sprechen und dann auch mehr sozusagen diesen Binnenfrieden und einen gemeinsamen Antritt in ganz vielen Themen haben und dann auch gegenüber der USA einfach da mit einer gemeinsamen Stimme sprechen oder auch noch wichtiger wahrscheinlich gegenüber China,
halte ich für absolut richtig, aber ich bin auch der Auffassung, dass wir da noch längst nicht sind, dass wir auf die AußenministerInnen der verschiedenen Mitgliedstaaten verzichten können. Und das wäre auch aktuell für die Entwicklung innerhalb der EU nicht günstig, weil ja auch die EU, die Mitgliedstaaten AußenministerInnen auch eine große Rolle dafür spielen, wie wir innerhalb von Europa uns weiter miteinander ins Benehmen setzen, das, was wir eben besprochen haben. Haben die gemeinsamen sozialen Standards, auch so etwas, was für mich ein ganz großes Herzensanliegen ist, wie eine Gesundheitsunion, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Das sind alles Dinge, dafür brauchen wir auch noch die Menschen, die das auf nationalstaatlicher Ebene innerhalb von Europa eben vorantragen und gemeinsame militärische Einsätze, vor allem ja unter UN-Mandat, haben wir ja sinnvollerweise auch, dass wir da eben nicht sozusagen die Nationalarmeen einzeln loslaufen haben, sondern es da auch gemeinsame Haltungen gibt. Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass das Ziel einer gemeinsamen EU-Streitkraft auch ein sinnvolles Ziel ist. Aber auch das ist noch ein weiter Weg. Dankeschön, Herr Redder. Ja, Sie haben völlig recht, aber natürlich das Ziel ist es. Das Ziel ist auch, dass der EU-Außenminister eine ernsthafte Stimme hat und auch wahrgenommen wird. Aber es ist ein langer Weg. Eine europäische Armee, ja, da haben wir nichts gegen, warum auch. Ich sehe momentan so ein bisschen auch, da muss ich Frau Kappert-Konter recht geben, das ist nicht der richtige Zeitpunkt tatsächlich. Da müssen wir erstmal, ich habe auch sowieso ein Problem, dass, wenn wir das jetzt alles so ansprechen, dann entwickeln wir tatsächlich die EU zu einem eigenen Staat sozusagen und dann reden wir von föderativen Strukturen. Ich bin immer noch dabei, dass das ein wirtschaftliches Bündnis ist mit vielen, vielen gemeinsamen Ethik und Menschenrechten und so weiter. Aber es ist nicht so, dass wir da, ich glaube, viele Nationalstaaten hätten damit Probleme. Und deswegen ist das vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber prinzipiell, ja, gerne, her damit. Aber nicht jetzt. Okay, gut, dann Frau Achelwin. Ja, gemeinsame Außenpolitik, ganz schwieriges Thema für uns tatsächlich. Also aktuell die Grenzpolitik an ja, der EU finden wir hochproblematisch tatsächlich. Also das ähnelt dann eher ja, dem Wort einer Festung. Und das können unsere Werte jetzt einer gemeinsamen Außenpolitik nicht sein, wenn es um ja, ziviles Konfliktmanagement gehen würde, um diplomatische Lösungen. Gemeinsame Entwicklungszusammenarbeit, dann vielleicht auch Richtung globaler Süden, das ist sicherlich ein anderes Thema, aber ja, also die Außenpolitik so nochmal zu etablieren und fortzusetzen, wie sie sich aktuell abzeichnet, sehe ich jetzt nicht als die große Zukunftsvision an und schon gar nicht, was eine Militärunion anbetrifft. Das ist wirklich etwas, was wir ablehnen, weil wir eben die EU nicht als eine Union sehen wollen, die einen Beitrag zur Militarisierung leistet oder zu Bündnispolitiken, die dann letztlich doch wieder ja, gegeneinander agieren, sozusagen zum Leidwesen der dort lebenden Menschen. Und das ist etwas, wo wir einfach nicht mitgehen können, wo wir finden, das muss ein anderer Kitt sein, ja, der die EU zusammenhält und nicht solche Bündnisse und Ziele. Und deswegen ja, sind wir für eine Union, die tatsächlich ja, wirklich friedlichen und ja, sozial gerechten, solidarischen Zwecken verpflichtet ist und kein einer Militärunion. Okay, danke schön. Dann Frau Riglewski. Ja, ich will jetzt nicht alles wiederholen, was die Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben. Also natürlich stehen wir hinter dem gemeinsamen europäischen Außenbeauftragten und auch die Zielsetzung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, wo man dann ja auch, also alles, was Sie gesagt haben, ist ja kein Widerspruch, sondern es geht ja auch darum, welche Ziele man definiert. Und es ist ja durchaus so, wie Frau Kappert-Gonter auch gesagt hat, es gibt ja auch gemeinsame Einsätze, es gibt ja auch gewisse strategische und taktische Abstimmungen. Das ist auch, glaube ich, Ziel.
zielführend, aber ich glaube, dass die Diskussion momentan in der Tat nicht um die Frage geht, brauchen wir jetzt den einen Außenminister und die anderen nicht, sondern ich fände es gut, wenn man anfangen würde, eine Diskussion darüber zu führen, in welchen Bereichen brauchen wir denn jetzt zwingend eine gemeinsame außenpolitische Haltung. Und da ist in der Tat, fände ich es gut, wenn man das Ganze nicht immer nur nach bestimmten Erregungskurven macht. Also die Flüchtlingspolitik ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Das ist was, wo ich mir sehr sicher bin, dass wir im Laufe des Jahres vermutlich, wenn Corona wieder noch weiter zurückgeht, wir sehen werden, die Fluchtrouten haben sich jetzt wieder verändert. Jetzt stehen im Moment die Kanaren im Fokus. Wir haben aber weiterhin auch die Situation in Griechenland, dann wird das Ganze wieder hochkommen. Wir werden wieder die Problemlage haben, dass es einzelne Mitgliedstaaten gibt, die kein Interesse daran haben, Geflüchtete aufzunehmen, was dazu führt, dass wir eben halt die verschärften Situationen in einzelnen Mitgliedstaaten haben, die eben am Rande der Europäischen Union liegen. Das heißt, ich finde es eigentlich gut, wenn es eine wirklich wenn man mal eine Debatte darüber führen würde, auch in Deutschland. Ich weiß, dass es auch geführt wird in Europa, aber auch in Deutschland darüber führen würde, was ist denn eine Agenda, wo man wirklich bestimmte Fragen auch in der europäischen Außenpolitik wertegeleitet, zielorientiert und dann auch mit konkreten Schritten hinterlegt führen würde, wo man sagt, da treten wir als Europäerinnen und Europäer auch mit einer gemeinsamen Haltung entgegen. Weil die Problemlage ist natürlich, wenn ich einen europäischen Außenbeauftragten, einen Außenminister habe, der nur sagen kann, in Europa sind wir uns darüber einig, dass wir uns nicht einig sind, dann ist es besser, man hat einzelne Mitgliedstaaten, die dann mit einer klaren Haltung und einer klaren Stimme auftreten. Nur ich glaube, bei den Kräfteverhältnissen und den Machtverschiebungen, die wir momentan weltweit beobachten, ist das mittelfristig nicht mehr der Weg, mit dem man wirklich auch erfolgreich sein kann. Deswegen glaube ich, sollte man sich 4, 5 Punkte rausnehmen. Flüchtlingspolitik ist eins. Die Frage China, Russland etc. wäre ein weiterer Punkt. Und ich glaube, da fallen uns auch noch ein paar andere ein. Vielen Dank. So, dann gucke ich jetzt erstmal wieder in die Runde. Wer möchte? Antje, bitte. Vielen Dank. Wir diskutieren gerade jedenfalls wir intern sehr über die Rolle der Konferenz zur Zukunft Europas, weil uns das sehr beschäftigt. Welche Themen sind für uns wichtig? Welche Chance der Weiterentwicklung? Manche sagen, Europa erfindet sich jetzt neu, so weit würde ich nicht gehen. Aber welche Chancen der Weiterentwicklung wir uns sehen, würde mich interessieren. Welche Erwartungen haben Sie an dieses Format, diese Diskussion? Und welche Rolle kann aus Ihrer Sicht der Deutsche Bundestag dabei spielen, dass diese Konferenz zur Zukunft Europas stattfindet? Ja, vielen Dank. Dann machen wir jetzt bitte dann auch alle kurz. Und wenn die alle hier geantwortet haben, haben Sie das Wort. Ja, aber erstmal machen wir einmal die Runde zur Zukunftskonferenz. Ja, ich finde das gut, dass es sie gibt. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass die EU auch stärker direkt auch mit den Bürgerinnen und Bürgern auch in Kontakt tritt. Und das ist ja auch ein sehr offenes, sehr partizipatives Verfahren. Und wenn wir uns nochmal an den europäischen Verfassungsprozess erinnern, einige erinnern sich ja düster und die meisten von uns, ja mit Grauen will ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja kolossal gescheitert, glaube ich, es ist ja durchaus eine Leerstelle, die man auch hat. Und ich glaube, wir müssen halt gucken, dass man irgendwo den Faden auch wieder aufnimmt. Da kann so eine Zukunftskonferenz einen ersten Beitrag leisten, aus dem dann aber auch weiteres folgen muss. Und deswegen wäre für mich auch einfach wichtig, dass man im Auge behält und dass man sich auch wirklich konkret darauf verpflichtet, was passiert denn daraus? Also wie werden die Themen, die andiskutiert werden, auch innerhalb der EU weiter diskutiert auf den verschiedenen Ebenen, dass auch die nationalen Parlamente und hier auch insbesondere der Bundestag das entsprechend auch mit vorbereitet und dann sich auch selber daraus nochmal Aufgabenpakete zieht. Also wir haben ja den Europaausschuss auch im Deutschen Bundestag, wo manche sagen, wofür braucht man den heutzutage eigentlich noch? Wir haben ja Europa in jedem Ausschuss, aber das wäre beispielsweise ein Thema, wo ich mir vorstellen könnte, dass das ein wichtiges Element wäre. Aber wie gesagt, ich beobachte das mit Spannung und mit Konsultationen hat die Europäische Union ja auch gute Erfahrungen gemacht, also es ist jetzt auch nicht komplett fremd, aber ich glaube, man darf die Erwartungen auch nicht zu hoch hängen und es müssen auf jeden Fall weitere konkrete Schritte folgen. Dankeschön. Frau Achelbehm. Reden sich treffen ist gut, gerade in diesen Situationen. Wir sind durchaus auch für ein Europa von unten, also wo dann auch noch mal mehr geguckt wird, wie kriegen wir
noch mehr Verbände, Gruppen, Bevölkerung einbezogen in die Debatten, in die Auseinandersetzungen, die zu führen sind. Das ist ja alles deutlich zu wenig und ausbaufähig, und überhaupt wird ja immer noch auch zu wenig über Europapolitik tatsächlich berichtet. Ja, das ist ja wirklich auch ein Spezialthema, muss man ja immer noch sagen irgendwie. Also bei allen Bruchteilen, die so aufgenommen werden, ist es halt einfach nichts, was, ich sage jetzt mal, die Medienlage sonderlich dominiert, außer zu ganz bestimmten Situationen. Und da einfach nochmal mehr in die Breite zu gehen und in die Tiefe und das nochmal alles breiter zu verankern, was es an Aufgaben gibt, tatsächlich ist eine gute Sache. Ich hätte mir gewünscht, dass jetzt auch im Zuge der Ratspräsidentschaft von Deutschland da irgendwie nochmal etwas andere Signale da irgendwie erkennbar werden. Das ist ein Stück weit untergegangen, bestimmt auch Corona-bedingt, aber da war jetzt nicht so das zu erkennen, was aus unserer Sicht jetzt notwendig gewesen wäre, an wirklich Zukunftsfragen da reinzutragen. Und von daher denke ich auch, das wäre dann am Ende auszuwerten, wie es läuft und was da jetzt die Effekte von sind. Aber im Grundsatz ist es notwendig, miteinander zu sprechen. Dankeschön. Herr Redder. Ja, nur anschließend, wenn viele Leute miteinander reden und es kommen gute Ideen dabei raus, muss man das verfolgen und fertig. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was in der Zukunftswerkstatt besprochen wird, ganz ehrlich. Ich höre da gerade zum ersten Mal von. Ich bin auch kein Europapolitiker, aber klingt interessant. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ich finde es prinzipiell gut, wenn Leute sich treffen und miteinander reden. So einfach ist das. Okay, Frau Kappert-Bunter. Also was ja eine total gute Entwicklung ist, und ich glaube, da spielen diese Zukunftskonferenzen oder leisten da ihren Beitrag, ist, dass die europäische Regionalpolitik wirklich auch nochmal an Stärke gewonnen hat und auch nochmal in ihrer Richtung an Stärke gewonnen hat. Also dass sie zum Beispiel grüner geworden ist von der Ausrichtung her. Das finde ich ganz gut. Zwei Zukunftsthemen, die mir sehr am Herzen liegen. Ich bin ja nicht nur Obfrau im Gesundheitsausschuss für Bündnis 90 Die Grünen, sondern auch die für den Link nach Europa aus dem Gesundheitsausschuss verantwortlich ist. Und wir haben erstens in der Drogenpolitik enorme Chancen. Wir haben Portugal mit einer sehr zukunftsweisenden Drogenpolitik der Entkriminalisierung. Wir schaffen es nicht, innerhalb von Europa dieses portugiesische Modell publiker zu machen und darüber zu sprechen, welche Chancen andere Staaten davon hätten. Und das Zweite ist die Gesundheitsunion, die ich gerade schon ansprach. Es gibt Bestrebungen, und wir von den Grünen unterstützen die sehr, eine Gesundheitsregion zu etablieren und da bestimmte Institutionen entweder zu entwickeln, wie zum Beispiel ein europäisches Kriseninterventionszentrum für Gesundheitsgefahren, die eben übernational eine Rolle spielen, wie jetzt Corona, das nennt sich HERA, oder auch das ECDC, das ist eine Behörde, eine Institution auf europäischer Ebene, die sich stark macht für mehr Prävention insgesamt, für als europäische Haltung, und da liegen enorme Potenziale drin, beispielsweise auch Potenziale, was die Arzneimittelherstellung, aber auch Arzneimittelforschung anbelangt, und Potenziale, was auch die Interoperabilität von bestimmten Forschungen, das hatten Sie ja vorhin angesprochen, medizinischer Forschung anbelangt, zum Beispiel für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Das sind Erkrankungen, die ganz, ganz, ganz selten auftauchen, aber insgesamt sind seltene Erkrankungen relativ häufig. Und eine nationale Ebene kann gar nicht so viel Forschungsdaten generieren, dass das den Einzelnen in den Nationalstaaten dann wirklich ausreichend hilft, weil der Überblick fehlt über viele Personen und sozusagen viele Fälle. Und wenn man das auf europäischer Ebene, und da ist die ECDC gerade bei, besser miteinander vernetzen würde, da würde man europaweit richtig vielen Menschen helfen und tatsächlich Leben retten. Also der ganze Bereich Gesundheit, eben bis runter in die kleinen Projekte. Entschuldige, auf die Zeit ja, entschuldige, ich dachte, es würde klingeln, aber es klingelt ja nicht mehr. Nee. Genau. Dankeschön. Das ist etwas, wo wirklich richtig Musik und Chancen drin liegen. Okay, dankeschön, Herr Röwekamp.
Ja, vielen Dank. Ich bin etwas grundsätzlicher in meinen Erwartungshaltungen an diese Konferenz, weil ich die Erwartung habe, oder eigentlich fast eher die Hoffnung, dass meine Enttäuschung der Vergangenheit über meine Vorstellung über die Europäische Union jetzt mal beseitigt werden. Also meine letzte große Enttäuschung war die Bewältigung der Flüchtlingskrise, wo Europa sich im höchsten Maße unsolidarisch gezeigt hat, also nicht nur solidarisch nach innen gehandelt hat, sondern auch wenn es zum Beispiel darum ging, untereinander Verabredungen über die Aufnahme von Menschen zu finden, die aus humanitären Gründen oder eben tatsächlich aus Gründen der Verfolgung zu uns kommen, untereinander zu verteilen. Das war meine letzte große europapolitische Enttäuschung, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Europa da nicht als Wertegemeinschaft funktioniert hat, dass niemand begriffen hat, dass Europa einen Mehrwert hat, der eben über die Montanunion in den ersten Anfängen hinausgeht. Es geht nicht mehr darum, dass man ein gemeinsamer Wirtschaftsraum ist, und es geht auch nicht darum, dass man grenzenlos reisen kann, und es geht auch nicht nur darum, dass aus meiner Sicht, dass man eine gemeinsame Währung hat, sondern eigentlich wäre eine gemeinsame Wertevorstellung fast noch wichtiger als eine gemeinsame Währung. Und da war natürlich der Austritt Großbritanniens erstens ein großer Rückschritt, was Solidarität betrifft, aber zweitens eben auch die Flüchtlingskrise, die mir nochmal gezeigt hat, eigentlich denken die Nationalstaaten, die nationalen Regierungen nicht so sehr an den europäischen Mehrwert. Und das ist meine Hoffnung und Erwartung, wenn es einen breiteren Diskussionsprozess gibt in einer solchen Konferenz, dass das wirkt. Ich glaube zum Beispiel, dass am europäischsten gedacht wird im Europaparlament. Also meine Begegnung, mit Europaparlamentariern ist eine völlig andere, als wenn ich über Europapolitik mit deutschen Politikerinnen und Politikern rede. Weil da geht es immer ganz oft, früher hieß es Nettozahlermentalität, jetzt geht es darum, was geben wir, was wollen wir, was wollen die anderen. Also es spielt ganz viel Nationalstaateninteresse eine Rolle. Das sehen wir jetzt auch, habe ich ja vorhin extra auch bewusst gesagt, sowohl beim Green Deal, aber wir sehen es eben auch bei der Frage Wiederaufbaufonds. Überall spielen immer wieder die latenten nationalen Interessen eine überbordende Rolle. Und weil ich so ein großer Freund von Parlamenten bin, glaube ich, dass eine Beteiligung der Parlamente in diesem Diskussionsprozess wie im Europaparlament dazu führen kann, dass nicht nur Regierungen miteinander über Europapolitik reden, sondern dass der Diskurs viel breiter getragen wird und dass es uns dadurch gelingt, auch andere davon zu überzeugen, dass Europa mehr ist als eine Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft und es um gemeinsame Ziele geht. Also Flüchtlingsbewegung, habe ich gesagt, bin ich bei Frau Reglewski. Sag mal, auch aus meinem Menschenverständnis heraus glaube ich, dass Europa eine Antwort finden muss auf die großen Migrationsbewegungen, die wir schon hinter uns haben, aber die noch vor uns liegen. Die werden wieder aufleben und wir müssen als Europa eine gemeinsame Antwort darauf finden und nicht unterschiedliche nationale Antworten finden. Und das betrifft auch die Frage, wie wir als Europa gegenüber Dritten gemeinsam mit unseren Interessen auftreten. Natürlich haben die Amerikaner und die Chinesen und die Russen nicht nur für sich selber, sondern auch für befreundete Staaten ein ganz selbstbewusstes internationales Auftreten, was ihre jeweiligen Wirtschafts- und Währungsräume und ihre Wertvorstellungen in der Welt betreffen. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, das über so eine breite Beteiligung und einen breiten Diskurs zusammenzubinden. Ich weiß, dass das lange Zeit brauchen wird und ich weiß, dass da auch vielleicht von 100 Ideen, die produziert werden, am Ende 10 vernünftig sind. Aber so beginnt Europa, mit Verrücktheit und mit Ideen, die sich nicht sofort umsetzen lassen. Aber ich möchte über den europäischen Mehrwert reden und dafür finde ich die Konferenz richtig gut. Vielen Dank. Dann möchte ich ganz kurz, bevor die beiden letzten Redner kommen, aus dem Publikum darauf hinweisen, dass diese große europäische Zukunftskonferenz ja ein besonderes Projekt dieser Legislaturperiode ist und dass wir auch hier in Bremen als Europa-Union einen richtigen Beteiligungsprozess planen, und zwar ein abgestuftes Verfahren im November. Wir werden am 12.11. eine Konferenz haben, auch unter Einschluss der Europaschulen in Bremen, um insbesondere Jugendliche zu begeistern, um wichtige Themen zu sammeln und Thesen zu formulieren, und dann am 27. November eine große Konferenz, hoffentlich in den Räumen der Bürgerschaft von 10 bis 18 Uhr, wo man als Bremer Gesellschaft, Zivilgesellschaft und Politiker die Ideen zusammenträgt. Und das hat ja auch den Anspruch, auch die generelle große europäische Zukunftskonferenz, dass natürlich die Politiker, die nationalen und die europäischen, noch mehr in Kontakt sein sollen, aber insbesondere die Bürgerinnen und Bürger. Es soll ja auch deren Beteiligungsformat sein, um sich mit ihren Ideen da einzubringen. Und uns in Bremen ist besonders wichtig, dass wir die jungen Menschen dabei haben. Wir gucken mal, was wir da auf die Beine stellen würden. Aber wenn Sie alle auch dabei sein können, das wird uns natürlich freuen. So, jetzt mache ich weiter mit den beiden. Sie sind dran und dann noch Hermann Kuhn und dann kommen wir auch zum Ende. Bitte schön. Dankeschön. Günther Schwarz, ich bin eigentlich ein alter Bremer, aber ich habe 38 Jahre in England gelebt
und möchte daher auch zu dem Thema noch mal was kurz sagen. Heute Nacht um Mitternacht war das Schlusslicht für die Anträge für EU-Bürger, die ein Aufenthaltsrecht in Großbritannien beantragen wollen. Das wahnsinnig Interessante war, man war bisher davon ausgegangen, es gibt ungefähr 3 Millionen EU-Bürger in Großbritannien. Jetzt hat sich herausgestellt, dass 5,6 Millionen EU-Bürger diese Anträge gestellt haben. 5,6 Millionen, das ist mehr als viele kleinere EU-Länder. Meine Frage ist, was wird eigentlich hier von den vertretenen Parteien oder allgemein zu dem Thema gedacht? Ich weiß, dass es in England, ich habe dort selber mitgearbeitet im Referendum gegen den Brexit, dass es dort immer noch wahnsinnig viele Menschen gibt, die jeden Tag dagegen aufstehen und sagen, wir wollen das nicht, wir wollen keinen Brexit, wir wollen in der EU bleiben, wir wollen wieder eintreten. Das ist eine ziemlich starke Bewegung. Und meine Frage ist, was machen wir eigentlich hier in Europa, um diese Bewegung zu unterstützen und uns damit auch solidarisch zu zeigen und nicht auf so einen Clown wie Johnson zu hören? Okay, vielen Dank. Dann bitte noch Hermann Kuhn und dann machen wir hier vorne nochmal die Runde. Also das war die große Brexit-Frage. Meine Frage ist natürlich viel kleiner. Ich weiß immer noch nicht, wen ich wählen soll, was ich wählen soll. Deswegen würde ich gerne... Ja, das verbindet uns ja. Ja. Gut. Deswegen würde ich gerne alle fragen, ob Sie und in welcher Weise Sie in Berlin dafür arbeiten wollen, dass die Integration der Europäischen Union in der Europäischen Union der Zusammenhalt besser und enger wird. Und um so ein bisschen zu umreißen, was ich damit meine. Also erstens, sind Sie der Meinung, dass wir, soweit es ohne Vertragsänderung möglich ist, mehr zu Mehrheitsentscheidungen anstelle von Einstimmigkeit übergehen können? Es gibt ja diese Regelung, wenn alle dafür geht es. Ist die eine Frage. Die zweite Frage, sind Sie dafür, dass wir in den Bereichen, wo es vielleicht keine strikte Kompetenz noch gibt, aber wo es Möglichkeiten der freiwilligen Zusammenarbeit und Kooperation gibt, dass wir da mehr machen müssen? Ein Beispiel hat Frau Kabat-Gonta genannt, das ist die Gesundheitspolitik, da liegt es auf der Hand. Und der dritte Punkt ist, gibt es Themen, von denen Sie meinen, dass das Instrument der verstärkten Zusammenarbeit, was ja möglich ist nach den Verträgen, jetzt auch sehr aktuell und schnell angepackt werden müsste? Und vielleicht die letzte Frage noch, der Zusammenhalt in der Europäischen Union. Ist das immer noch nur eine Frage des deutsch-französischen Tandems oder wie ist der Zusammenhalt auch mit den mittleren und kleineren Nationen in der Europäischen Union zu sichern, weil ich fürchte, ohne die wird es nicht gehen. Okay, vielen Dank. Das ist jetzt nochmal ziemlich viel Holz. Nochmal 90 Minuten jetzt. Ja, genau. Jetzt müssen wir völlig unser Format ändern. Nein, das tun wir nicht, sondern ich bitte Sie alle präzise, also Brexit, verstärkte Zusammenarbeit, Mehrheitsentscheidung und generell, wie ist das Verhältnis zwischen Ost- und Westeuropa? Also das sind alles, Sie kennen das ja von den Presseinterviews 1.30. Also Frau Rieglewski, Sie fangen an. Ich versuche trotzdem nicht wieder so schnell zu reden wie am Anfang. Also Brexit, ich glaube, man muss jetzt erstmal, auch wenn es hart ist, akzeptieren, die Briten sind ausgetreten. Das ist so. Das war auch eine knappe Entscheidung, aber es war eine Entscheidung. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man immer deutlich macht, der Arm bleibt ausgestreckt. Und für mich gehört, wenn wir über Wertegemeinschaft, wenn man über Zusammenhalt redet, dann gehört Großbritannien für mich immer dazu. Also das sind für mich trotzdem, ist das ein Land in Europa und das muss man, glaube ich, auch immer so deutlich machen und man muss auch deutlich machen, dass wenn sie wiederkommen möchten, wir das auch wollen, aber dass es dann halt auch ein Commitment gegenüber Europa geben muss. Das ist glaube ich, das Thema und die Leute, die europäisch denken, sollte man auf jeden Fall immer auch bestärken. Zu dem Thema Mehrheitsentscheidungen,
innerhalb der Europäischen Union habe ich ja vorhin schon was gesagt, also in Bezug auf die Steuerpolitik. Ich halte das für total wichtig. Es gibt auch andere Bereiche. Man darf sich aber nichts vormachen. Das wird auch zu stärkeren Konflikten führen. Und es ist ja auch noch nicht ausgemacht, dass das gelingen kann. Also wenn wir uns jetzt anschauen, dass es einzelne Staaten gibt, die ja eigentlich mehr Distanz zu Europa haben wollen, die sich jetzt schon bevormundet fühlen, dann sehe ich mit denen noch nicht so richtig, wie wir da hinkommen. Aber ich finde, man muss die Vorteile, die es ohne Frage auch gibt, auch herausstellen. Und damit komme ich dann auch zu der nächsten Frage, die du gestellt hast. Macht es Sinn, sich auch breiter aufzustellen, was Bündnispartner innerhalb oder was die Zusammenarbeit innerhalb Europas angeht? Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, es gibt eben Bereiche, wo das total Sinn macht, wo man sich auch überlegen muss, kann man bestimmte, also muss man vielleicht auch ein bisschen politischer werden, wenn man Europa gestalten möchte und sagt, wir haben diese Vorstellung von Europa, da muss man auch gucken, mit wem man diesen Weg auch anfangen kann. Und das ist sicherlich ein Thema und ich glaube, dass man gleichzeitig auch insbesondere, das war nicht die Frage, aber Helga Trüpel hat es dann so aufgegriffen, dass wir tatsächlich diesen Ost-West-Unterschied innerhalb der Europäischen Union auch nicht nur zur Kenntnis nehmen müssen, sondern dass wir einfach auch überlegen müssen, wie gehen wir denn damit um, dass wir nach den vielen Jahren, die wir jetzt eben auch diese Staaten innerhalb der Europäischen Union haben, hier einfach sehen, dass es eigentlich mehr ein Weg geht. Und da kann man, ist natürlich ein Ansatz zu sagen, im Sinne der Wertegemeinschaft, wenn sich Leute nicht an rechtsstaatliche Grundlagen halten, dann muss das sanktioniert werden, aber man muss sich natürlich auch überlegen, wie kriege ich denn diese Widerstände abgebaut? Und das ist was, wo ich glaube, dass man da richtig auch hinterhergehen muss. Da können viele Sachen, die wir vorhin auch andiskutiert haben, die kulturell auch bedingt sind, glaube ich, viel helfen und auch ein Verständnis, was man vielleicht auch mal nochmal entwickeln muss. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema, für wo man, glaube ich, ganz lange auch drüber reden könnte. Verstärkte Zusammenarbeit halte ich für ein wichtiges Instrument und ich glaube, das sind auch Sachen, was man viel stärker nutzen sollte. Wir haben ja jetzt bei der Frage Finanztransaktionssteuer dieses Instrument auch genutzt und sind damit relativ weit gekommen. Wir haben den Knoten noch nicht vollständig durchschlagen, aber das ist halt beispielsweise oder ist ein Beispiel, an dem man gut sehen kann, dass es auch einen Nutzen haben kann. Wir haben noch kein Mehrstimmigkeits- oder kein Mehrheitsprinzip, was Steuerpolitik angeht, aber man hat die Möglichkeit, mit Mitgliedstaaten, die eine ähnliche Vorstellung haben, gemeinsam etwas zu entwickeln, was dann auch von anderen übernommen werden kann. Das ist ja auch der Charme der verstärkten Zusammenarbeit. Ja. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Frau Achelwillen. Ja, was verstärkte Kooperationen anbetrifft, also ein Beispiel, was in meinem Politikfeld, was ich bearbeitet habe, im Bundestag eine Rolle gespielt hat, war zum Beispiel die Fragestellung, ob man gegenüber Polen Städtepartnerschaften aufgibt, gegenüber Städten, die sich zur LGBTI-freien Zone, also queerfeindlich sozusagen, positioniert haben. Und ich muss sagen, ich bin da skeptisch, weil gerade das Modell der Städtepartnerschaften ja auf einer anderen Ebene funktioniert, ja, als auf der, ich sag mal, übergeordneten, wo die ganz wichtigen miteinander und so weiter. Und ähnlich ist es, also gerade genau, wo ich dann auch weiß von Polinnen und Polen, die haben sich das gewünscht, ja, diese Kooperation zu haben. Und wenn das dann auch nicht mehr da wäre, auch wenn das alles nur so ein kleines Instrument ist, dann ja, wäre wahrscheinlich der ganzen Situation dort auch nicht geholfen. So. Also von daher, ich bin auf bestimmten Ebenen für immer und immer mehr Kooperation, ja, wirklich auch gegen manche Faulheit oder den Schmerz gegen an oder Erfahrungen, die man gehabt hat, so, weil es einfach notwendig ist, sich zu verständigen. Auf anderen Ebenen müssen tatsächlich dann auch Sanktionen erwogen werden, wo dann auch genau geguckt werden muss, wer ist davon jetzt betroffen. Ja, ist es die Bevölkerung oder straft man damit bestimmte Herrschaftsregimes ab, ja, die sich da irgendwo bereichern und wo man sagen muss, da tun wir nicht mehr mit. So. Also das, finde ich, muss man sich immer genau angucken. Was so Themen anbetrifft, finde ich tatsächlich, das ist heute auch als ein Stichwort gefallen. Ich finde, Gleichstellung und Frauen tatsächlich ist auch eine europaweite Frage, die viel zu wenig im Lichte der Öffentlichkeit steht tatsächlich. Das ist
die ganze soziale Frage ist eine, die hochgradig aufgeladen ist, auch zwischen den Geschlechtern. Ich bin in vielen Teilen nicht mit der Politik Macrons einverstanden, aber das hat er gerade als ein Stichwort erklärt nach der Krise, dass man da mal gucken muss. Ist seitens Deutschlands noch nicht passiert, und zwar gar nicht, muss man sagen, ja, seitens dieser Bundesregierung. Also es gab keine geschlechtergerechte Aufstellung von Konjunkturpaketen und so weiter und so fort. Und ich finde, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ansonsten bin ich voll dabei zu sagen, Umverteilungspolitik europaweit zu organisieren und miteinander in Abstimmung zu bringen, ist wirklich das absolut Notwendige, dass Konzerne wie Amazon tatsächlich ja europaweit dann auch entsprechend besteuert werden und nicht immer irgendwie zu ihren günstigen Raten da irgendwie unter dem Radar durchlaufen. Einstimmigkeit, ja, es ist ein bisschen schade sozusagen, wenn man da so Abstriche machen muss, aber es ist an einigen Stellen sicherlich notwendig, sich von diesem Prinzip zu verabschieden, um Dinge durchzubekommen, beziehungsweise nicht dauernd ja, in Blockaden festzuhängen. Okay, Dankeschön. Herr Redder. Einstimmigkeit kann man ja ersetzen, aber wie meinen Sie denn Einstimmigkeit? Also die aktuelle ist klar, aber wenn Sie das ersetzen wollen durch eine Mehrheits, meinen Sie jetzt 75% oder meinen Sie eine einfache Mehrheit? Das ist doch schon ein Unterschied. Ich würde qualifizierte Mehrheit, die es jetzt schon gibt. Ja, also qualifizierte Mehrheit, 66, 2/3 oder sowas, ne, ist das, ne? Oder wie ist das bei Ihnen jetzt? Doppelte Mehrheit, Mehrheit von Mitgliedstaaten und Mehrheit von Bürgern. Okay. Wäre ich tatsächlich auch dafür, obwohl das, wie eben schon gesagt worden ist, auch Probleme geben wird. Ich habe die Fragen nicht mehr alle im Kopf. Brexit, kann ich dazu nur sagen, offene Arme für die Engländer tatsächlich. Es tut mir auch wirklich leid, was da passiert ist. Meine Tochter hat da studiert lange, hat da auch gewohnt und es ist jetzt, sie ist todtraurig. Und ich verstehe es auch bei den Handelsbeziehungen, es wird eben einfach schwierig gerade mit denen. Die Idee wäre jetzt zum Beispiel, dass man Erasmus wieder auf UK erweitert. Das haben die aber gerade abgelehnt. Okay, schade. Wäre eine schöne Option, um wieder da Kontakte herzukriegen. Ne? So, was war das Nächste? Ich habe es echt vergessen. Zum Beispiel der deutsch-französische Motor, ob das nach wie vor reicht oder ob man andere Achsen braucht? Der ist schon ganz gut. Wir haben das noch in der Vergangenheit gesehen. Immer wenn der deutsch-französische Motor wackelte, dann haben die Deutschen sich mit den Engländern verbündet. Das klappt jetzt nicht mehr. Also wir sind auf die Franzosen angewiesen und vielleicht reicht das, aber ich glaube auch nicht. Der Osten, dieser Ost-West-Konflikt, der da schwelt, ja, das ist richtig. Aber das kann man ja vielleicht wirklich lösen, wenn man wirklich über Mehrheitsentscheidungen nachdenkt und Sanktionen macht. Aber das ist wirklich schwierig. Ne? Das gibt ja nur Stress und Ärger. Da muss man wirklich sehr, sehr gut zusammensitzen und mal miteinander reden. Manchmal reicht ja auch einfach nur eine Drohung aus, um was zu bewegen. Und so, das ist ein bisschen Pokern. Was war das Nächste? Verstärkte Kooperation. Ja klar, je mehr man kooperiert, desto besser versteht man sich und desto besser funktioniert alles. Das ist wie in der Wirtschaft. Super. Win-win für alle. Okay, Dankeschön. Dann Frau Dr. Kappert-Gunther. Ja, vielen Dank. Also ich fand diese Idee der Einstimmigkeit, wir als Europäerinnen sprechen, sozusagen einigen uns auf bestimmte Dinge und stehen dann auch gemeinsam dazu. Also das ist etwas, was mir ein großer Wert ist. Und ich glaube, man muss gucken, wo man das möglichst auch beibehält und wo man aber auch da schaut, wo es ständige Blockaden gibt, nicht nur bei LGBTIQ, aber gerade auch bei LGBTIQ, bei Missachtung von Frauenrechten, bei auch eben Missachtung von bestimmten Standards, da muss man einfach, obwohl es einem sozusagen ein Schmerz ist, in Richtung Mehrheitsentscheidungen mehr gehen. Das, glaube ich, geht nicht anders. Zu der Frage, wo wünsche ich mir mehr Zusammenarbeit, auch bei Bereichen, die bisher noch sehr nationalstaatlich verortet sind. Da habe ich ein paar Beispiele gebracht, ganz sicher auch bei der Jugendpolitik, bei der Sozialpolitik, aber eben auch bei der Gesundheitsunion. Und da muss man auch den Rechtsrahmen jetzt ausweiten. Und das ist auch nicht so, dass da alle Hurra schreien. Auch Deutschland tut sich da etwas schwer, aber die EU-Kommissarin Kyriakides, die hat also sozusagen, die vertritt das sehr, sehr deutlich und mit sehr validen und guten Argumenten, dass da der Rechtsrahmen auch entsprechend so ausgeweitet wird, dass man da auch zugunsten der allgemeinen
allgemeinen Bevölkerungsgesundheit mehr machen kann. Und zu Ihrer Frage, UK, Brexit, ja, danke. Aber genau, also ausgebreitete Arme, ja, wir wissen ja, also wir müssen damit jetzt leben, das ist so, aber wir müssen immer wieder als EU das Signal senden und wir wissen, wie das Abstimmungsergebnis zustande gekommen ist, wir wissen, was für Fehlinformationen sozusagen im Lande kursiert sind. Wir wissen, dass gerade junge Menschen leider, die es ja besonders betrifft, nicht zur Wahl gegangen sind. Und wir wissen, dass das Abstimmungsergebnis wahrscheinlich jetzt anders ausgehen würde. Also wir müssen gucken, dass wir immer wieder dieses Willkommen ausdrücken und hoffen, dass die Menschen aus UK irgendwann wieder zu uns in die EU zurückkommen. Okay, gut. Dann hat jetzt Herr Röwekamp als Letzter das Wort. Also ich weiß nicht, wie die Briten heute abstimmen würden. Bei der Welle, auf der Johnson reitet, bin ich mir nicht sicher, wenn er sich klar positioniert, ob es heute ein anderes Referendum geben würde. Finde ich auch nicht so spannend. Ich glaube, richtig ist, da sind wir uns ja einig, die Entwicklung muss aus Großbritannien selbst herauskommen. Und das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie wir uns verhalten. Und das bedeutet ja ausgebreitete Arme, es bedeutet auf jeden Fall kein Nachtreten. Und was wir auf jeden Fall vermeiden sollten, sowohl in Großbritannien als auch in der EU, ist, dass wir jetzt anfangen zu rechnen. Was hat es gekostet, was hat es gebracht? Also dieses wieder in Geld ausdrücken, ja, Austritte, Eintritte in Geld ausdrücken, finde ich, das wird uns nicht wieder zusammenführen. Deswegen sollten wir uns davor bewahren und einfach hoffen, dass sich die Lage und die Stimmung in Großbritannien mal ändert. Und bis dahin sollten wir mit denen eben freundschaftlich weiter, auch ohne Zugehörigkeit zur EU umgehen, finde ich. Die sind noch nicht endgültig von unserem Gedanken weg. Sie sind eben zurzeit einfach nur nicht dabei. Ja, ich bin für eine Reform, Hermann Kuhn, innerhalb der Europäischen Union. Ich glaube auch, dass wir, also das Einstimmigkeitsprinzip heißt ja eigentlich Veto. Und Veto ist blöd, finde ich. Also das hat noch funktioniert, als es ganz wenige Staaten waren, da machte das noch Sinn. Aber in dieser Vielfalt, in der sich die europäischen Mitgliedstaaten jetzt präsentieren, gibt es so viele unterschiedliche nationale Interessenlagen. Und wenn sozusagen die Einstimmigkeit scheitert, scheitert sie ja nie daran, dass man das Veto-Land dann sagt, ich finde die Idee blöd, sondern sie sagen einfach, das ist für mein Land blöd. So, und das ist, glaube ich, das, woran es scheitert. Deswegen ja, ich bin dafür, dass wir zu mehr qualifizierten Mehrheitsentscheidungen kommen. Aber wer glaubt, dass das allein der Segen ist, täuscht sich, glaube ich, auch. Weil wir haben dann ja nicht das Problem, die Entscheidung zu treffen, sondern wir machen ja die Erfahrung mit den Mehrheitsentscheidungen, die wir getroffen haben, dass die dann nicht dabei sind, am Ende nicht akzeptieren. Ja? Also zur Mehrheit gehört ja, dass man sie findet, aber zur Mehrheit gehört auch, dass akzeptiert wird, dass es eine Mehrheit gibt. Ja? So wie es in Bremen jetzt eben eine Regierungsmehrheit gibt ohne CDU-Beteiligung, finde ich auch blöd, aber muss ich akzeptieren, muss ich mit umgehen. Ja? So, und daran fehlt es, glaube ich, in der europäischen Idee, dass man bereit ist, auch Mehrheiten zu akzeptieren, die sich finden. So, und deswegen ja, ich bin dafür, aber ich gebe zu bedenken, dass das alleine noch nicht dazu führt, dass die Europäische Union sich vertieft. Und dann war noch die Frage, wie sieht es eigentlich aus innerhalb der EU? Soll es mehr zwischenstaatliche Vereinbarungen geben? Ja, bin ich dafür. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir uns nicht endgültig aufteilen in Europa der Zweigeschwindigkeiten und eine Zweiklassen-Europa-Gesellschaft. Die Gefahr sehe ich. Also wenn sich immer die gleichen wieder zusammenfinden, um zu sagen, wenn das die EU nicht macht, dann machen wir 8 oder 9 oder 11 das, dann ist das blöd. Also wir müssen dann auch die Flexibilität haben, auch nur mit einzelnen Ländern oder nur mal zu zweit oder zu dritt solche Koalitionen zu schmieden. Und die darf dann auch nicht immer die Koalition der Willigen heißen, weil das bedeutet sofort, dass die anderen alle unwillig sind. Also es gibt bestimmte, glaube ich, man muss die identifizieren, Interessen innerhalb der Europäischen Union, die nicht alle betreffen und für die auch nicht alle eine gemeinsame Antwort finden können, aber die trotzdem Europa voranbringen können. Deswegen finde ich ja, ich bin dafür, dass wir auch verstärkt zu Bi- und multinationalen Verabredungen innerhalb der Europäischen Union kommen, aber bitte nicht eine Teilung Europas in zwei Geschwindigkeiten. Das fände ich wirklich fatal, weil dann haben wir am Ende zwei Europäische Unionen und das ist sicherlich nicht der Gedanke, den wir gemeinsam vertreten. Dankeschön, Herr Röwekamp. Dann kommen wir jetzt zum Schluss. Ich möchte mich erstmal bei Ihnen allen bedanken, dass Sie sich dieser Diskussion gestellt haben. Und auch bei Ihnen hier, dass Sie trotz der Corona-Bedingungen mal wieder das analoge Format dem digitalen vorgezogen haben.
Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass die Europäische Union ja von Anfang an seit ihrer Gründung ein politisches Projekt gewesen ist. Es war zwar auch immer eine Wirtschaftsunion, aber nicht ausschließlich. Es hatte immer einen weittragenden politischen Gedanken. Das hat nach dem Zweiten Weltkrieg die Gründung entscheidend motiviert. Und mir ist immer wichtig, auch als Europa-Union Bremen und in Deutschland das klarzumachen. Wir haben ja immer wieder diese Auseinandersetzung, es sei nur ein reiner Markt. Es ist von Anfang an nicht nur ein reiner Markt gewesen. Dass dieser Markt besser funktionieren muss, dass er sozialer und ökologischer werden soll, das sagen jetzt alle demokratischen Parteien im Bundestag und auch im Europäischen Parlament. Ich glaube, der Abend hier hat deutlich gemacht, dass Ihnen allen klar ist, auch bei Ihrer zukünftigen Arbeit im Bundestag, welche Rolle die Europäische Union hat und wie Sie zur Weiterentwicklung, Vertiefung und Stärkung der Europäischen Union beitragen wollen. Ich halte das für ganz wichtig, dass das auch immer wieder in der alltäglichen nationalen Arbeit klargemacht wird, weil wir wissen, dass es noch viele Menschen in Deutschland, aber auch Bürgerinnen und Bürger in den anderen Ländern gibt, für die das noch nicht so selbstverständlich ist. Und alle Abgeordneten haben da eben auch immer eine Bringschuld. Es gibt zwar auch die Hohlschuld, aber wir müssen eben auch, die Abgeordneten müssen Sachen immer wieder erklären und auch dafür werben. Es ist heute Abend sehr deutlich geworden, dass gemeinsame Interessen sehr, sehr wichtig sind für die Weiterentwicklung und ein gemeinsames Wertefundament zu haben, insbesondere weil wir uns hier auch in einem globalen Wettkampf zwischen autoritären Regimen, Russland, China, viel schon als Stichwort, und den liberalen Demokratien bewegen. Dieser Konflikt wird in der nächsten Dekade eher größer und nicht kleiner werden. Die KP feiert gerade heute ihren 100. Geburtstag in China, und was man von Xi Jinping hört, also da können wir uns alle noch warm anziehen und müssen da entscheidend zusammen handeln. Deswegen kann man ganz sicher sein, von den Fragen des Poolens der Streitkräfte und der Budgets da bis zu einer gemeinsamen Armee wird es noch ein weiter Weg sein, aber im politischen Alltag, und das werden Sie ja dann in den nächsten 4 Jahren im Bundestag machen, an allen möglichen Stellschrauben, sei es Gesundheitsunion, sozialer Zusammenhalt, Asyl, immer wieder für mehr Kooperation zu werben, ist ein ganz wichtiger Teil der Politik. Und da das Stichwort eben schon autoritäre Regime fiel, möchte ich Sie ganz zum Schluss noch darauf hinweisen, dass die Europa-Union Bremen zusammen mit dem Solidaritätskomitee Belarus am 17. Juli, das ist ein Samstag, vor dem Platz am Goethe-Theater eine öffentliche Veranstaltung macht, um nochmal für die Demokratiebewegung in Belarus zu werben, die es im Moment ja besonders schwer hat angesichts der brutalen Repression durch das Lukaschenko-Regime. Also es wird ein Stück politische Debatte geben, aber es wird auch Lesungen geben, Kulturangebot, Musik. Also Sie sind herzlich eingeladen, zwischen 13 und 16 Uhr da vorbeizukommen und auch Ihre Solidarität mit diesen mutigen Frauen und Männern, sind ja vor allem Frauen in Belarus gewesen, die da auf die Straße gegangen sind, zu zeigen. Also nochmal herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Vergessen Sie nicht unsere Zukunftskonferenz, auch hier in Bremen. Jeder, der sich daran beteiligt, ist herzlich willkommen. Wir werden weiter dafür werben, und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Applaus